Stimme läuft nicht die heutige Ausschusssitzung, die Sitzung vom Ausschuss für Unterricht, Ausbildung und Erwachsenenbildung. Ich begrüße ganz herzlich alle Ausschussmitglieder, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Fraktionen und des Parlaments. Und heute, das ist eine sehr angenehme Aufgabe für mich, begrüße ich auch die zahlreichen Zuschauer und Zuhörer. Ich begrüße die Vertreter der Presse selbstverständlich auch. Unser Minister wird etwas später zu uns stoßen. Im Augenblick tagt noch eine Bürgermeisterversammlung, die man nicht so einfach verlassen kann. Aber er wird mit etwas Verspätung dann natürlich auch an der heutigen Ausschusssitzung teilnehmen. Ich begrüße ganz herzlich auch Frau Marlise Breuer, Kabinettschefin. Auf der heutigen Tagesordnung haben wir das Thema Achtsamkeit bei Lehrern und Schülern. Und im Mittelpunkt steht selbstverständlich das Referat unseres heutigen Gastes, Frau Vera Kaltwasser. Bevor ich die Referentin vorstelle, möchte ich ganz kurz während einigen Minuten den Kontext der heutigen Veranstaltung etwas näher präsentieren. Das heißt, die Ausschussmitglieder beschäftigen sich schon seit geraumer Zeit, schon seit über einem Jahr, mit der zentralen Frage, was ist gute und gesunde Schule im 21. Jahrhundert? Und im Mittelpunkt dieser Fragestellung steht selbstverständlich das bildungspolitische, schulische Tandem, sprich die Schüler und die Lehrer. Und deswegen bin ich froh, dass ihr in Ihr Referat heute sowohl die Lehrer als auch die Schüler in den Fokus gerückt werden. Ich erinnere noch einmal daran, dass es auch mehrere Arbeitsgruppen gibt auf Ebene des Kabinetts, des Ministeriums. Und an diesen Arbeitsgruppen ist auch das Schulpersonal beschäftigt, die sich mit dem Thema beschäftigen, gutes Personal für gute Schulen. Ich werde jetzt nicht alle Ausschusssitzungen auflisten, in denen wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, möchte nur Folgendes kurz erwähnen. Wir haben das Thema, die Fragestellung zuerst etwas präzisiert in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Ansgar Stracke-Mertens. Dann haben wir uns sehr schnell gesagt, dass wir auch die Bildungsakteure aus der DG in diesen Dialog mit einbeziehen wollen. Es hat bereits eine Anhörung des Elternbunds aus Belgien gegeben. Vor wenigen Wochen waren die Primarschulleiter hier. In der kommenden Woche gibt es hier im Ausschuss 3 eine Anhörung der Sekundarschulleiter. Wir haben einen Schülerideenwettbewerb gestartet. Da müssen wir mal abwarten, wie der Rücklauf sein wird. Und Anfang Oktober werden wir die Lehrer, auch die Lehrpersonen, in den Fokus einer weiteren Veranstaltung rücken. Gleichzeitig war uns der Blick über den Tellerrand sehr wichtig. Das heißt, wir haben uns auch informiert über Entwicklungen, die in der französischen und in der flämischen Gemeinschaft stattfinden. Und genauso wichtig ist uns natürlich die Meinung anerkannter Experten, die sich über Jahre mit diesem wissenschaftlichen Thema auseinandergesetzt haben. So hatten wir am 29. Oktober hier im Ausschuss zu Gast Professor Dr. Uwe Scharschmidt, der bekannt dafür ist, dass er maßgeblich an der Potsdamer Lehrerstudie mitgewirkt hat. Und heute komme ich jetzt zu unserer Gastreferentin, Frau Vera Kaltwasser. Das Thema Ihres Referates wird sein, wie ich eben schon sagte, Achtsamkeit bei Lehrern und Schülern. Sie haben gestern referiert in St. Vith, am Königlichen Athenäum in St. Vith. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz herzlich Frau Astrid Zimay, die hier unter den Zuschauern ist, danken dafür, dass dieser Kontakt zustande gekommen ist, sodass Sie heute auch Ihren Vortrag dem interessierten Publikum hier im Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft vorstellen können. Vielleicht einige Worte zu Ihrer Person. Unser Gast war und ist Gymnasiallehrerin und ist auch in der Lehrerfortbildung tätig. Das heißt mit anderen Worten, unser Gast kennt den Lehreralltag aus der eigenen Anschauung. Ich spreche nicht nur über die Lehre, sondern Sie wissen dann im wahrsten Sinne des Wortes auch, wovon Sie sprechen. Der Lehrerberuf muss sich heute großen Herausforderungen stellen. Ich sage ganz bewusst Herausforderungen und nicht Probleme. Ich persönlich sehe den Lehrerberuf auch nicht als Problemberuf, sondern ich sehe den Lehrerberuf als einen anspruchsvollen Beruf mit großen Herausforderungen. Und darauf werden Sie ja nachher auch in Ihrem Referat näher eingehen. Frau Kaltwasser hat Germanistik, Anglistik und pädagogische Psychologie in Frankfurt, Bristol und London studiert. Sie hat zudem weitere zusätzliche Ausbildungen absolviert, beispielsweise in Qigong, in Psychodrama, in Theaterpädagogik und in MBSR, das ist die Abkürzung für Mindfulness-Based Stress Reduction. Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen, die ich nicht alle auflisten werde. Da brauchen Sie nur den Namen anzuklicken auf der Webseite und dann wird Ihnen sofort bewusst werden, dass Frau Kaltwasser auch als Autorin Großes geleistet hat. Ich habe mir eine Veröffentlichung besorgt aus dem Jahre 2010 mit dem Titel Persönlichkeit und Präsenz, Achtsamkeit im Lehrerberuf und möchte daraus einen Satz zitieren.
Inzwischen gibt es eine Fülle von Studien, die belegen, wie heilsam die Haltung der Achtsamkeit ist. Sie bildet die Fähigkeit aus, Körper und Geist in ihrer Einheit wahrzunehmen und die eingefahrenen Denk- und Fühlmuster zu erkennen. Und das war das Zitat Ende. Dazu möchte ich nur Folgendes sagen. Wer sich mit leerer Gesundheit beschäftigt, muss auch den Mut haben, Denktraditionen aufzubrechen und sich mit neuen Erkenntnissen der empirischen Unterrichtsforschung auseinanderzusetzen und daraus die erforderlichen Rückschlüsse für die eigene Unterrichtspraxis zu ziehen. Und mit diesem Satz möchte ich meine kleine Einleitung beenden und möchte nur sagen, ich bin ganz gespannt auf Ihren Vortrag und ich denke, das gilt auch für die zahlreichen Zuhörer und Zuschauer, die heute hier im Parlament sind. Bitte, Frau Kampfwasser. Ja, herzlichen Dank für die wirklich freundlichen einleitenden Worte, auch für das Zitat, weil Sie haben aus den vielen Sätzen, die ich schon geschrieben habe, schon einen Satz herausgeholt, der in den Fokus auch unseres heutigen Vortrags steht. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier diesen Vortrag halten zu dürfen mit dem Thema Achtsamkeit bei Lehrern und Schülern. Ich gebe Ihnen einen kleinen Überblick über die Tagesordnung oder über die Gliederung des Vortrages. Ich denke, als erstes ist es ganz wichtig, dass wir uns einmal bewusst machen, was finden wir heute vor? Was ist die aktuelle Herausforderung? Was sind die aktuellen Herausforderungen im Schulalltag? Dann möchte ich auf den Begriff Achtsamkeit eingehen, denn das haben Sie sicher schon gemerkt, inzwischen ist das Wort Achtsamkeit in aller Munde und ich habe das Gefühl, dass die Definition von Achtsamkeit immer mehr verschwimmt, weil man eigentlich gar nicht so genau weiß, was das ist. Achtsamkeit ist kein Allheilmittel, möchte ich nur mal vorausschicken. Dann geht es um den Kontext der Arbeit mit der Achtsamkeit und ganz wichtig, das ist mir an erster Stelle ganz besonders wichtig, um den Forschungshintergrund. Danach kommen wir zu den Schülerinnen und Schülern, denn es geht darum, wenn man etwas theoretisch als wichtig erkannt hat, stellt sich natürlich für Pädagogen sofort die Frage, wie wir das umsetzen können. Und genau das ist immer die große Gretchenfrage. Denn über die Bildungsziele können wir uns, glaube ich, ziemlich gut einigen. Aber die Frage ist doch immerhin, wie können wir das umsetzen? Also da möchte ich einiges dazu sagen. Dann das Wort AISHU, was heißt das? Das ist ein Akronym von Achtsamkeit in der Schule. Ich habe in den letzten Jahren erkannt, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht hier und da ein paar Achtsamkeitsübungen einstreut, vielleicht auch, weil das jetzt modern ist, sondern dass man sehr genau schaut, wie man den Kindern das auch vermittelt, dass man das in eine Sequenz bringt. Dazu möchte ich einiges sagen und dann, wie Sie auch schon gesagt haben, über das Potenzial der Achtsamkeit für Lehrerinnen und Lehrer und für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. So, das ist das Programm, über das ich sprechen werde. Und erlauben Sie mir, dass ich mit einem wirklich großen Zitat beginne, denn es geht um Bildung. Was ist Bildung? Das ist ein Zitat von dem Philosophen Peter Beery. Vielleicht ist Ihnen der bekannt als Autor Pascal Mercier, Nachtzug nach Lissabon, kann ich sehr empfehlen. Ein Philosoph, der auch Romane schreibt. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Das Handwerk der Freiheit, kann ich jedem empfehlen, ist ein Standardwerk. Was sagt Herr Beery? Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen. Man bildet sich. Ausbilden können uns andere. Bilden kann sich jeder nur selbst. Eine Ausbildung durchlaufen wir mit dem Ziel, etwas zu können. Wenn wir uns dagegen bilden, arbeiten wir daran, etwas zu werden. Wir streben danach, auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein. Und ich denke, das ist ein großartiges Zitat, weil es betont, was ich für sehr wichtig halte, dass Bildung nur dann stattfinden kann, wenn der Einzelne die Bildung in die eigenen Hände, in den eigenen Kopf, in den eigenen Körper nimmt. Und jetzt kann man sich fragen, geschieht das nicht einfach naturwüchsig? Kommt es nicht einfach mit der Zeit, dass Menschen gebildet sind? Und da würde ich sagen, nein, die Kinder brauchen Bedürfen der Anleitung, damit sie Subjekt ihres Bildungsprozesses werden können und damit sie ein Selbstbewusstsein ausbilden können. Und die Lehrerinnen und Lehrer und natürlich in erster Linie auch die Eltern haben hier eine große Aufgabe zu erfüllen, denke ich.
Und jetzt kommt die große Frage, quasi die Gretchenfrage: Wie kann diese pädagogische Begleitung gestaltet sein, damit Kinder und Jugendliche selbstbestimmte Subjekte ihres Bildungsprozesses werden können? Welchen Beitrag kann die Haltung der Achtsamkeit hierbei leisten? So, jetzt springen wir von der großen Bildungsdefinition in die Niederungen des Alltags. Aber ich würde sagen, es sind keine Niederungen, sondern genau hier findet Bildung statt. Genau hier in einem Unterricht, ich muss sagen, es ist mein Unterricht. Vor einiger Zeit habe ich den Schülern gesagt, macht doch mal, was ihr sowieso macht, mal bitte für ein Bild, damit ich das in einem Vortrag verwenden kann. Und das ist mein Deutsch-Leistungskurs. Wenn Sie gut lesen können, dann steht da Jungfrau von Orleo. Und die Schüler haben mir dann auch bereitwillig aus ihrem Nähkästchen geplaudert, wie man es schaffen kann, dass man super interessiert aussieht und doch auch immer auf dem Laufenden ist, was bei WhatsApp ist etc. Wir gehen ein bisschen in der Altersstufe nach unten, das war Oberstufe, ein Bild aus einem Schulhof, wo Smartphones noch erlaubt sind. Wir haben große Debatten, auch mit Eltern, dürfen wir in den Pausen den Kindern das Smartphone überlassen oder nicht. Im Unterricht ist es natürlich verboten, aber Sie wissen, wie das mit verboten ist. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen in die jüngere Zeit der Kinder. Ein Bild aus einem Buchladen in Frankfurt. Die Mutter las noch altmodisch, in Anführungszeichen, ein Buch. Das Kind wischte schon. Ist auch interessant, ich habe mich mit dem Psychologen unterhalten, wie diese Bedienung auch motorisch natürlich einen Effekt hat auf die Kinder. Also das ist, was finden wir vor? Das finden wir vor. Ein Übermaß an Außenorientierung und ein Mangel an Selbststeuerung. Ich denke, jede Lehrerin, jeder Lehrer wird hier sofort sagen, das stimmt. Reizüberflutung, das ist ja schon ein Schlagwort. Aber Schlagworte haben manchmal eben auch eine Wahrheit. Virtualisierung der Beziehungen, was heißt das? Ich glaube, wir machen uns noch gar nicht klar, was da im Gange ist. Wenn Kinder das Gefühl haben, sie treffen sich bei Facebook, dann treffen sie sich eben nicht. Dann geht ganz viel verloren, was zwischenmenschlich, an Signalen ausgesendet wird, zwischen echten Menschen. Das ist eine Sache, der wir uns unbedingt widmen müssen. Weshalb ich bin ja Theaterpädagogin, es auch so unglaublich wichtig finde, dass an vielen Schulen, eigentlich an allen Schulen, theaterpädagogisch gearbeitet wird. Weil da kann man eigentlich das ganze Repertoire lernen. Geringe Frustrationstoleranz, das wissen die Lehrer, das wissen die Eltern. Und mangelnde altersgerechte Impulskontrolle ist eigentlich fast dasselbe. Ich habe es rot geschrieben, weil das ein Studienergebnis einer Studie aus der LMU München ist, dass Kinder heutzutage weniger Impulskontrolle haben vom Alter her gesehen als vor noch 15 Jahren. Das heißt, da ist schon was passiert. Und deshalb müssen wir uns diesem Thema stellen, denke ich. Wie? Indem wir zunächst einmal schauen, warum ist denn Selbststeuerung so ein wichtiger Aspekt? Und da werde ich mich jetzt an das Marshmallow-Experiment erinnern mit Ihnen gemeinsam. Vielleicht kennen das einige von Ihnen, es ist Standard, das in diesem Zusammenhang zu nennen. Ich habe es aber trotzdem drinnen gelassen, weil eben so klar wird, was mit Selbststeuerung es auf sich hat. Wie ist das Setup? Es ist ein Raum mit Einwegspiegel, wie es so üblich bei psychologischen Forschungen. Vierjährige Probanden saßen da am Ende der 80er Jahre, 653, sehr viel für eine Studie. Sie durften eine Süßigkeit aussuchen, ein Marshmallow, sie gleich essen oder sie warten, bis ein Versuchsleiter wieder in den Raum kommt und dann bekommen sie eine zweite Süßigkeit. Klares Setup. Wunderbar, 15 Minuten warten. Was passiert? Schauen wir doch mal. Da haben Sie verschiedene Varianten, die Sie sehen können. Sie haben links oben das personifizierte schlechte Gewissen, vielleicht auch schon die Suche nach der Kamera oder der Beobachter. Unten der Stolz. Schauen Sie mal diesen Stolz. Das kann das Ergebnis von Warten sein. Ich habe immer das Gefühl, der wartet, dass er noch einen dritten bekommt, wenn er noch mal eine Viertelstunde wartet. Ja? Und oben ist Genuss ohne Reue, sage ich immer. Wobei auch hier die Frage ist natürlich, habe ich neulich mit dem Professor Bauer mich unterhalten, der sagte, dieses Kind ist vielleicht in der Situation sehr intelligent, weil wenn es zum Beispiel
biografisch erlebt hat, dass was die Erwachsenen sagen, nicht stimmt, ist es sehr angemessen, wenn er sagt, ich habe, was ich jetzt habe, habe ich, dann esse ich mal den Marshmallow, den ich jetzt habe. Wer weiß, ob der Erwachsene sein Wort hält. Hier haben Sie eine wunderbare Möglichkeit, mal zu sehen, was da passiert. Es geht um Bewältigungsstrategien. Ich habe ein Objekt der Begierde, wie gehe ich damit um? Kinder zum Beispiel können dann mit dem Marshmallow sprechen und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Bewältigungsstrukturen und das ist interessant, da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Nochmal zwei Bilder, der oben ist schon sehr frustriert, vielleicht eine Minute dauert es noch. Und unten das Kind, wissen wir jetzt nicht, hat es gewartet oder nicht. Was war das Ergebnis der Studie? Die Probanden wurden mit 18 Jahren nochmals interviewt. Die Low Delayers, das heißt die nicht warten konnten, die die Süßigkeit sofort und nach sehr kurzer Zeit gegessen haben, hatten schlechtere Schulabschlüsse, waren weniger belastbar, öfter verhaltensauffällig und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen, weniger zufrieden mit sich und ihrer Lebenssituation. Das heißt, die Außenorientierung können wir jetzt nochmal ins Spiel bringen. Das ist ja wie die Ablenkung durch den Marshmallow. Es ist ständig ein Marshmallow da, nicht im Sinne vielleicht eines Marshmallows, sondern das Smartphone macht Klick und sofort will ich dran gehen. Warte ich da eine Viertelstunde? Nein. Und natürlich die Schüler schon gar nicht. Also die neuen elektronischen Medien bewirken eine extreme Reaktivität und höhlen die Impulskontrolle aus. Das kann auch ein Grund sein, warum wirklich die Frustrationstoleranz immer weiter sinkt. Ich denke auch, dass wir keine natürlichen Pausen mehr haben. Wenn wir Lust haben, um 11 Uhr abends einzukaufen, dann machen wir das bei irgendeinem Internetverkäufer. Es ist 24/7 sind wir da und ich habe jetzt zum Beispiel eben viele Freunde in den USA und man hat das Gefühl, man ist ja immer verbunden und kann 24 Stunden eigentlich immer Mails schicken und bekommen und das Gegenüber erwartet, dass man sofort reagiert. Und das trifft ja jetzt nicht nur für Kinder und Jugendliche zu, mal so gesagt. Ne? Hier ist Herr Michel, Professor Michel, den ich wirklich verehre. Ich kann jedem nur, ich sage Ihnen nachher noch das Buch, wie der Titel heißt. Er war in Frankfurt und ich fand es fantastisch. Er hat natürlich nicht nur diese eine Studie gemacht, sondern er hat mir gegenüber gesagt, das war seine Vision, da weiter zu forschen. Da zu schauen, er forscht sogar noch mit den Enkeln dieser Kinder. Das heißt weiter, der hat nicht nur Marshmallows hingesetzt, er hat irgendwelche Clowns erfunden, die dann sagen, drück den Knopf, mach das, mach das. Und die Kinder sollten verschiedene Strategien auch ausprobieren, nachher mit diesem Clown nicht zu interagieren etc. Also ganz spannend. Ich kann jedem nur dieses Buch empfehlen, der Marshmallow-Test, weil hier wird ganz klar, was eigentlich am Grund von Bildung steht, dass wir uns selbst steuern können und die Bedeutung von Bewältigungsstrategien angesichts von Reizen. Wenn wir Reizen ausgeliefert sind, dann sind wir nicht frei, dann sind wir nämlich reaktiv. Sehr gutes Buch auch von Joachim Bauer, Selbststeuerung, die Wiederentdeckung des freien Willens. Und jetzt kommen die großen Worte. Aus den pädagogischen Fachbüchern, Selbstregulation und Selbstwirksamkeit als Bildungsziele steht bei uns ganz klar unter dem Heading Personale Kompetenz. Selbstregulation umfasst den mentalen Umgang mit Gefühlen und Stimmung. Das ist ein Ziel, was jeder Lehrer im Unterricht vollbringen soll, dass Schüler das können. Dass sie die Fähigkeit, intentional zu halten, handeln, entwickeln, Selbstwirksamkeit von Bandura und kurzfristige Befriedigungswünsche aufzuschieben. Das sind tolle, große Worte, aber die Frage ist, wie setze ich das um? Und mir ist es ganz wichtig, dass wir jetzt nicht immer nur auf der Praxisseite bleiben, sondern immer auch den theoretischen Hintergrund sehen, damit wir auch wissen, was wollen wir denn eigentlich tun? Warum machen wir das, was wir jetzt hier im Unterricht machen? Warum machen wir das? Das heißt, wir brauchen immer die theoretische Metaebene und da werde ich heute immer ein bisschen hin und her pendeln. Also wie können Kinder und Jugendliche diese Ziele erreichen? Sind sie überhaupt zu erreichen? Ich sage ja, wenn auch vielleicht nicht zu 100%. Und wie steht es mit uns Erwachsenen? Denn die Selbstregulation hört nicht auf mit dem 18. Lebensjahr.
Jetzt kommen wir schon langsam in Richtung Achtsamkeit, nämlich die Ausbildung eines Selbstbewusstseins impliziert die Fähigkeit, sich selbst überhaupt wahrnehmen zu können. Ich muss überhaupt wahrnehmen, dass ich auf einen Reiz reagiere, sonst kann ich gar nichts verändern. Und warum habe ich hier den Körper groß geschrieben? Diese Selbstwahrnehmung erstreckt sich auf Körper, Gedanken und Gefühle. Es ist so, dass je älter die Schüler in der Schule werden, je höher die Klassen sind, der Körper eine ganz geringe Rolle spielt. Man macht sich nicht klar, dass die Menschen, die da sitzen, eben Emotionen haben, was in denen alles vorgeht, sondern viele Lehrer denken, jetzt habe ich meinen Stoff methodisch so gut gegliedert und wunderbar und trotzdem funktioniert es nicht. Und deshalb muss natürlich die andere Seite immer betrachtet werden, wie geht eigentlich Lernen vonstatten. Und ich habe mich sehr mit Hirnforschung beschäftigt, auch mit den Vorwürfen, dass es reduktionistisch sei, uns auf den Körper oder auf das Gehirn zu reduzieren, bin ich ganz bei Ihnen. Aber es wäre, glaube ich, sträflich, wenn wir als Pädagogen diese wichtigen Kenntnisse nicht zur Kenntnis nehmen würden. Das zirkuläre Wechselspiel zwischen Körper, Gedanken, Emotionen, Gefühl wurde im letzten Jahrzehnt von der Hirnforschung und der Psychologie ausgelotet. Mir gefällt die Sentenz von Antonio Damasio, den ich auch sehr empfehlen kann, vor allem sein Buch Selbst ist der Mensch. Er hat gesagt, der Körper ist eigentlich die Bühne von Gedanken und Gefühlen. Es ist ganz eng der Zusammenhang und es gibt keinen Gedanken, der nicht emotional unterfüttert ist zum Beispiel. Und was ich an Damasio auch sehr mag, ist, dass er aber sehr bescheiden ist. Er hat gesagt, was Bewusstsein ist, haben wir längst nicht ausgelotet. Das wissen wir noch nicht. Und wir wissen auch noch gar nicht so viel darüber, was im Gehirn passiert. Aber wir sind auf dem Weg. So, jetzt habe ich so eine lange Einführung gebraucht, um zur Achtsamkeit hinzusteuern. Und das ist mir ganz wichtig, dass Achtsamkeit jetzt nicht irgendwie auch verbrannt wird, dadurch, dass es ein Modethema geworden ist. Und schauen wir mal, was Achtsamkeit eigentlich ist. Und ich nehme hier vor allen Dingen gleich mal vorweg eine Frage, brauchen wir denn das? Das kommt doch aus Asien, ist es nicht buddhistisch? So eine Frage, ne? Und tatsächlich ist die Haltung der Achtsamkeit die Basis der buddhistischen Bewusstseinsschulung. Im Buddhismus steht das Ziel des Einzelnen im Vordergrund, sich selbst zu kultivieren, mit seinen Emotionen so umzugehen, dass man den anderen nicht schadet. Aber wenn Sie das hören, können wir sagen, da sind wir eigentlich dabei. Im Buddhismus ist auch, Buddha selbst hat gesagt, akzeptiere nie etwas, was du nicht selbst geprüft hast. Genau dasselbe können Sie bei Kant finden. Warum nehmen wir dann nicht einfach Kant und sagen, wir haben doch eine Aufklärertradition, sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und da ist wirklich der Punkt, wir haben im Buddhismus eine Selbstkultivierungspraxis, die wir hier im Westen so nicht haben, denn der Körper ist einbezogen als Erkenntnisorgan. Das, was wir eigentlich von der Hirnforschung jetzt gesagt bekommen, hat hier eine Tradition über ihr Erfahrungswissen ausgelotet. Es gibt ganz viele Übungen, wie man als Einzelner sein Bewusstsein erforschen kann, indem man eben bestimmte Übungstraditionen vielleicht eben auch übernimmt. Und was uns eint, alle Menschen, ist, wir haben einen Atem. Wir haben Körper, wir haben Organismus. Und auf den Atem zu achten, kann, denke ich, nicht in irgendeiner religiösen Abteilung sein, sondern jede Religion hat ihre Berechtigung. Und das ist eigentlich eine Haltung der Achtsamkeit, die überreligiös ist, denn sie umfasst die Fähigkeit des Menschen zum bewussten Erleben und Reflektieren. Und da, denke ich, da ist unser Anfang. Das ist jetzt sehr interessant. Sie sehen da einen Mönch, der hat das Habit eines Mönchen an. Das ist Matthieu Ricard, Hirnforscher Richard Davidson. Die sitzen zusammen im Lab of Affective Neuroscience, Harvard. Das ist ein Bild aus den 90er Jahren. Inzwischen ist Richard Davidson grau geworden und es hat sich sehr viel getan, aber ich habe dieses Bild gesucht, weil ich denke, das war so mit der Anfang einer Forschung. Davidson und andere haben sich sehr dafür interessiert, was geschieht denn bei Langzeitmeditierenden im Gehirn. Das Ganze wurde
erleichtert dadurch, dass der Dalai Lama ein großer Anhänger von wissenschaftlicher Forschung ist und Ricard ist ein Freund des Dalai Lama. Und so kam eigentlich diese Verbindung zwischen Ost und West zustande. Und es gibt inzwischen ganz, ganz viele Forschungen, das kann ich Ihnen jetzt hier natürlich überhaupt nicht vermitteln, aber wenn Sie mal schauen in Medline, da sind so alle Studien drin, dann sehen Sie, dass die Studien über Mindfulness exponentiell gestiegen sind. Also es ist sehr, sehr spannend. Es gibt das Mind and Life Institute, was vom Dalai Lama und Wissenschaftlern gegründet wurde. Ich habe hier so gern einfach ein paar Hinweise. Also es gibt jährliche Konferenzen zwischen Psychologen, Hirnforschern, Kognitionswissenschaftlern und Mönchen. Nur so als Tipp, wenn Sie sich da wirklich dafür interessieren, ein wunderbares Ambiente am Chiemsee, da haben Sie wirklich die Top-Forscher aus der ganzen Welt und die entsprechenden Praktizierenden. In Zürich wurde das Mind and Life Europe Education Forum gegründet. Also das ist eine gute Anlaufstelle, da sind die ganzen bekannten Hirnforscher, auch Tanja Singer zum Beispiel, Wolf Singer aus Deutschland. Hier sehen Sie gelebtes Miteinander, das ist letztes Jahr, ich bin immer im Sommer im Chiemsee dabei, Schwester Scholastica, die das Kloster leitet, und Mathieu Ricard, das heißt, sitzen einträchtig nebeneinander und es ist eine wunderbare Atmosphäre eigentlich, wo klar wird, hier geht es um ethische Grundwerte und das ist einfach ein wunderbares Ambiente und eine gute Möglichkeit, sich zu begegnen. So, jetzt verengen wir das Ganze ein bisschen. Sie sehen hier Kabat-Zinn. Ich hatte Gott sei Dank die Gelegenheit, bei ihm unter anderem zu lernen, bei meiner Ausbildung MBSR. Ich habe ihn kennengelernt, als ich ihn für ein Rundfunk interviewt habe in Frankfurt. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen auch schon manchmal mit bestimmten Menschen gegangen ist, dass man denkt, dass dieser Mensch hat mich von seiner Persönlichkeit so beeindruckt. Und ich habe dann gesagt, ich möchte MBSR lernen und habe mich dann nach einem halben Jahr beurlauben lassen und bin in die USA gefahren und habe MBSR gelernt. Was ist MBSR? Mindfulness-Based Stress Reduction. Ein inzwischen mit über 1000 Studien und 3 Metastudien beforschtes Stressbewältigungsprogramm, was Kabat-Zinn in den Ende der 80er Jahre entwickelt hat. Zunächst für Schmerzpatienten und zur Stressbewältigung. Inzwischen hat man sehr viele Anwendungsbereiche gefunden. Und für mich war klar, da sind so viele Aspekte dabei, die so segensreich wären im Unterricht. Und Kabat-Zinn hat mich dann auch wirklich bestätigt und hat gesagt, ach, start small, fang klein an. Und das habe ich beherzigt und war für mich ein ganz wichtiger Anfang meiner Arbeit auch. Schauen wir nach Deutschland und der Schweiz. Inzwischen gibt es eine sehr große Forschungsgruppe von Professor Dr. Stefan Schmidt. Inzwischen ist auch Professor Bauer dabei. Der Studie zur Muse und Achtsamkeit ist der zweite Spiegelschrift. Das ist eine riesengroße Studie. Ich bin so gespannt auf die Ergebnisse. Denn hier wird Muse und Achtsamkeit untersucht in der Schule. Und ich denke, wenn die Deutsche Forschungsgesellschaft dafür Gelder gibt, dann sind wir hier alle auf der richtigen Seite, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Professor Dr. Kohls zu nennen, der hat die 2 Studien zu meinem Programm durchgeführt, dann Professor Sieland, Weidel, Wallach, das sind vielleicht nur Namen, nur damit Sie sehen, das sind nicht irgendwelche Einzelmenschen, sondern da gibt es richtige Networks natürlich schon. So, jetzt endlich die versprochene Definition. Die Kraft der Achtsamkeit liegt in der praktischen Umsetzung und Anwendung, Punkt. Und ich würde hier viele Punkte machen, denn das ist das Allerwichtigste. Sie können ganz viele Bücher über Achtsamkeit lesen, das ist bestimmt gar nicht verkehrt, auch sehr hilfreich. Aber die Veränderungen, die durch Achtsamkeit in Ihrem Körper geschehen, die geschehen nur, wenn Sie die Übung machen. Wenn Sie tatsächlich mit Ihrem Körper diese Übung kontinuierlich angehen. Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Art aufmerksam zu sein. Und zwar kann man unterscheiden die formale Achtsamkeit während der Übung oder dann der Effekt außerhalb der Übung, bewusst im gegenwärtigen Augenblick. Wir sind ja jetzt alle hier zusammen, aber manchmal wandern die Gedanken hierhin oder dorthin. Und ohne zu beurteilen oder zu bewerten.
Und da habe ich mir erlaubt, bei dem letzten Nachsatz ein bisschen nachzufragen. Denn ich weiß genau, was Kapazin damit meint. So ist es aber vielleicht nicht so ganz auf den Punkt formuliert. Warum? Ohne zu bewerten. Das ist eine Fähigkeit, die zu unserer biologischen Grundausstattung gehört. Das sind die zwei Motivationssysteme. Wenn wir zu etwas hingezogen werden, was Lust macht, wollen wir das immer wiederholen? Und wenn wir vor etwas Angst haben, fliehen wir oder kämpfen oder werden katatonisch Schockstarre. Das heißt, ohne diese Fähigkeit hätten wir A, als Spezies nicht überlebt oder vielleicht auch als Einzelwesen hier. Wenn Sie sich erinnern, wie oft Sie vielleicht mal genau richtig auf der Autobahn reagiert haben und nicht lange analysiert, fahre ich jetzt rechts, links oder was tue ich, sondern zack. Und das ist eine ganz interessante Sache, wenn wir das mal verfolgen. Wir haben hier eine Schlange als Schlüsselreiz. Und wenn Sie jetzt mal denken, Sie würden irgendwo spazieren gehen, wo Sie wissen, da sind ganz schön viele gefährliche Vipern oder andere Giftschlangen, dann haben Sie oder vielleicht Ihr Körper so ein Rascheln gehört und ein kleines Zucken in den Augenwinkeln und schon sind Sie auf die Seite gesprungen, ohne lange bewusst das zu analysieren. Das heißt, die Schlange ist ein Schlüsselreiz. Es gibt einen direkten, kurzen Weg der Informationsverarbeitung direkt vom sensorischen Thalamus zur Amygdala. Amygdala ist Teil des sehr wichtigen limbischen Systems und wir haben eine automatisierte Schreckreaktion. Dies rettete uns manchmal schon das Leben und wir haben einen längeren, genaueren Weg über den Kortex. Und das ist jetzt wirklich eine ganz große evolutionäre Errungenschaft. Hier wird der Reiz überprüft und eingeordnet. Das Verhalten dem Reiz gegenüber ist bewusst gewählt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns klar machen müssen. Wir haben verschiedene Wege der Informationsverarbeitung. Wir verfügen über beide. Aber wie gehen wir damit um? In der Psychologie gibt es inzwischen eben den Ausdruck Bottom-up. Impulse fliegen und fluten an vom limbischen System. Das ist die Reaktivität auf Reize. Und wir haben die Möglichkeit, top-down vom präfrontalen Kortex exekutive Kontrolle auszuüben. Und das ist jetzt der springende Punkt. Wir können diese Top-Down-Prozesse trainieren durch Achtsamkeitsübungen. Dazu gibt es sehr gute Studien von Celazzo und Hölzel in der jüngsten Zeit. Und da sehen Sie, dass Bottom-up und Top-down jetzt zum Beispiel für den pädagogischen Kontext einerseits wichtig ist. Das heißt, wir müssen kognitiv verstehen, dass wir diese Mechanismen in uns haben und wir können sie aber auch am eigenen Leib erfahren. Und dieses Wechselspiel zwischen sozusagen theoretischem Wissen über meinen Körper, was wir unbedingt brauchen, und praktischer Umsetzung, dieses Wechselspiel müssen wir immer trainieren. Das kann proaktiv mit den anflutenden Impulsen umgehen und mit Entwarnung auf das Vegetativum einwirken. Sie werden das nachher noch sehen bei Übungen, die wir da mit den Schülern machen. Das heißt, Schlangen werden Sie natürlich nicht so oft finden hier, die giftig sind. Aber das ist jetzt die andere Sache. Wir können auch Schlüsselreize haben, die ganz anders daherkommen. Ne? Wer in eine Paarbeziehung ist, eine offene Zahnpastatube oder denken Sie an irgendwas, was so ein Renner sein kann. Ein Nachbar, der einem nervt, ein Stapel Hefte für Lehrer, ein Höllenschüler. Wir lieben natürlich alle unsere Schüler, wir gehen gleichmäßig mit ihnen um. Natürlich nicht. Auch da passiert ganz viel auf der unbewussten Ebene der Interaktion. Ein bestimmter Kollege kann uns genauso in Stress versetzen wie eine Schlange. Und was ist der Punkt? Etwas oder jemand, das wir aversiv bewerten und das uns automatisch alarmiert, setzt uns unter Stress. Das heißt, wenn wir etwas als Gefahr für uns persönlich attribuieren, dann haben wir auch eine Stressreaktion. Das heißt, was wir als gefährlich bewerten, versetzt uns in Stress. Und jetzt kommt noch was dazu. Natürlich haben wir alle Angst vor Feuer, vor Überschwemmung. Aber jeder hat sein ganz persönliches Bewertungssystem. Und das ist natürlich Ergebnis biografischer und kultureller Auseinandersetzung mit der Umwelt. Das heißt, es ist ganz interessant zu sehen, dass ganz viele Menschen einen Reiz völlig
anders bewerten. Für die einen ist es sehr gefährlich und die anderen sagen, was, davor hast du Angst? Und das ist natürlich ganz wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer sich damit konfrontieren, weil viele dieser Bewertungen uns nicht bewusst sind und uns dennoch beeinflussen. Denn wenn wir was als Gefahr einstufen, dann haben wir oft die Tendenz, den Sachen aus dem Weg zu gehen. Also einmal eine unangenehme Erfahrung gemacht und dann meidet man vielleicht solche Situationen. Und damit zementiert man bestimmte Strukturen und das ist der Punkt, dass wir da an die Muster mal drangehen mit Bewusstsein. Wir können nämlich durch Achtsamkeit diese automatisierten Bewertungen ins Bewusstsein heben. Und das ist eine Fähigkeit, die sollten wir trainieren, die können wir jeden Tag trainieren. Wir können nämlich mal gucken, was sind denn meine Autopilotmuster. Autopilot kommt auch aus der, es gibt natürlich auch andere Autopiloten in Flugzeugen, aber in der Psychologie wird darunter verstanden, neuronale Netzwerke, die immer auf dieselbe Art und Weise bedient werden, werden mit der Zeit habitualisiert. Also sie müssen nicht mehr genau überlegen, wie sie jetzt ihr Auto starten und manchmal scheint das Auto von ganz alleine von hier nach Hause zu fahren. Und wenn sie vielleicht woanders hin wollen, dann merken sie plötzlich, huch, jetzt bin ich ja schon auf dem Nachhauseweg und eigentlich wollte ich doch noch mal schnell dahin. Das heißt, wir haben ganz viele automatisierte Prozesse und das ist auch gut so, weil die erleichtern uns das Leben. Es gibt hilfreiche Automatismen und Gewohnheiten, Beispiel Auto. Es gibt aber auch sehr hinderliche Autopilotmuster, wenn wir jetzt an Erziehung denken, Selbstzuschreibung, Kinder, die sagen, ich bin eben eine ganz Stille, mein Vater ist auch so, das ist eben so. Schade. Weil das müsste nicht so sein. Es wird aber mit jedem Mal, wo das ausgesprochen wird, wird es stärker zementiert und dann irgendwann ist es wirklich so. Bewertung, Verhaltensweisen im sozialen Umgang. Warum ist es so schwer, den Autopilotenmodus bewusst zu verlassen? Wir können doch sagen, okay, das wissen wir jetzt, okay, morgen machen wir alles anders. Und ich weiß jetzt nicht, sind Sie experimentierfreudig? Ich würde jetzt kleines Übung gerne mit Ihnen machen. Nichts Schlimmes. Einfach mal, dass wir gemeinsam was lesen. Ich glaube, dazu kann ich Sie verlocken, oder? Ja. Könnten Sie mal gerade lesen, was hier steht? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Super. Können wir es noch ein bisschen theatralischer haben? 1, 2, 3. Laut. Grün, blau, rot, gelb, lila. Oh, fantastisch, danke, danke. Ich hatte mir überlegt, ob ich das machen darf. Jetzt fragen Sie sich, was soll das? Ja, Sie müssen noch weitermachen mit mir. In welcher Farbe sind die Wörter geschrieben? Bitte, 1, 2, 3. Blau, rot, grün, gelb. Durfte ich das machen mit euch, ja? Mit Ihnen? Warum? Ich liebe das, weil es geht zum Beispiel bei der Achtsamkeit eben darum, am eigenen Leib Erfahrung zu machen. Sie waren jetzt sehr gutwillig, vielleicht ein bisschen skeptisch, ja. Ich wusste auch gar nicht, ob ich das machen kann mit Ihnen, aber super. Aber was ist das gewesen? Es ist der Stroop-Effekt 1935, hat so einen Bart in der Psychologie, bezeichnet ein Phänomen, das bei mentalen Verarbeitungskonflikten auftritt. Sie werden selten gefragt, die Farbe von Buchstaben zu nennen. Das heißt, Lesen ist eben geläufig. Das heißt, ein Beispiel dafür, dass eine trainierte Handlung nahezu automatisch abläuft, während ungewohnte Handlungen eine größere Aufmerksamkeit benötigen. Jetzt können wir natürlich sagen, im pädagogischen Setting, das ist die Grunderkenntnis jedes Pädagogen, dass man üben muss. Es ist aber oft unklar, wie tief sozusagen wir an eingefahrenen Mustern kleben. Und selbst wenn Sie noch so gutwillig sind, kriegen Sie das nicht gleich hin. Und das ist jetzt die Sache, dass wir, das geht auch so, wenn wir jetzt Achtsamkeit üben wollen, unsere Impulse wahrnehmen, dann ist das eine Übungssache. Also, wenn wir den Satz in Rot mal lesen, die eigenen Impulse wahrnehmen, ohne zunächst zu reagieren. Das heißt, sich mal wirklich zu überlegen, was passiert da eigentlich. Eine Lücke, ein Reiz entsteht und ich möchte gleich reagieren. Das gelingt mir oft nicht. Meistens ist zu warten. Meistens ist
etwas passiert und ich reagiere sofort. Durch die Achtsamkeitsarbeit werden Sie sich bewusst, dass Sie hier eine Lücke einbauen können, eine Lücke, in die Bewusstheit einziehen kann. Sie lernen die Distanzierungsfähigkeit und Sie lernen, weniger reaktiv zu werden, also to react hinter sich zu lassen. Ich finde das Wortspiel im Englischen sehr schön, und to respond, das heißt entgegnen. Automatisierte Reaktion oder gewählte Entgegnung, und hier kommt die Freiheit der Wahl. Das heißt, das ist sozusagen der Königsweg zur Freiheit und zur Bewusstseinsbildung. Und das ist ein Zitat von Viktor Frankl, Psychiater, der eine ganz schlimme Zeit im Konzentrationslager hatte und sich gefragt hatte, als er dann endlich befreit wurde, wie kommt es, dass auch während der Lagerzeit und danach ganz bestimmte Menschen das auf ihre Art bewältigen konnten und andere sind daran zerbrochen. Und er hat eine Antwort: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegen unsere Freiheit und die Möglichkeit, unsere Antwort zu wählen. In unserer Antwort liegen unsere Wachstum und unsere Freiheit. Das heißt, selbst in einer ganz schlimmen Situation habe ich selber noch, wenn ich mir das gestatte und wenn ich das geübt habe, immer die Möglichkeit zu überlegen, wie will ich reagieren. Das kann ich aber nur, wenn ich mir überhaupt diese kleine Zeit gebe, nach dem Reiz eine Pause einzufügen. Und das ist was, was man lernen kann. Das heißt, dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion kann durch Übung kultiviert werden, indem die Selbstwahrnehmung verfeinert wird und die Bewusstheit für anflutende Impulse, seien es körperliche Sensationen, Gefühle, Gedanken, geschult wird. Diesen Erfahrungsraum werden wir morgen mit unterschiedlichen Übungen ausloten. Das ist jetzt eine falsche Slide. Leider können wir das nicht. Würde ich gerne machen. Das heißt, kleiner Hinweis, ich gebe ja eben Seminare, wo auch oft ein Vortrag gehalten wird. Und es geht dann darum, dass man einfach wirklich das, was ich Ihnen jetzt erzähle, also selber mal ausprobiert. Ja? Das heißt, Wahrnehmen der Impulse, innere oder äußere Stressoren. Klar, äußere Stressoren kennen wir, Zeitknappheit und das muss noch erledigt werden, etc. Wir haben aber auch ganz viele innere Stressoren. Das heißt, wenn wir etwas als lästig und furchtbar und zu viel bewerten, dann setzt uns das unter Stress und wir können hier eine Distanzierungsfähigkeit ausbilden. Das heißt, will ich mich jetzt darüber aufregen? Ist es wirklich so? Natürlich heißt es nicht, dass wir alles hinnehmen müssen, im Gegenteil. Natürlich können wir auch Dinge verändern, aber nicht in diese automatisierten Stressfallen kommen. Das ist der Unterschied. Man denkt immer Achtsamkeit, da sollen dann alle so ganz sitzen, und alles ist gut. Nein, es ist nicht alles gut, wenn man reagiert die ganze Zeit. Und wenn man Achtsamkeit eben kultiviert, dann hat man auch die Fähigkeit zu schauen, hier lohnt es sich, was zu verändern. Und hier ist eine Situation, wo ich mir unnötigerweise Stress mache. Das heißt, Zeit für bewusste Entscheidung, wie will ich reagieren. Ganz interessant ist es, ja, wie geht das jetzt, die Frage. Moduswechsel üben, den Parasympathikus stärken. Wir haben ein vegetatives Nervensystem. Der Sympathikus ist der Antreiber, Parasympathikus ist sozusagen die Bremse, der Entschleuniger. Und wir sind eigentlich, auch wenn wir sitzen, immer dabei zu planen, etwas zu tun, eine Liste zu machen. Und das kann uns auch unter Stress setzen. Und die Frage ist dann immer, gerade auch jetzt bei krankheitswertigen Depressionen, neigen die Leute zur Rumination, also zum ständig, warum passiert mir das und so. Ja, wie kann man da rauskommen? Indem man den Modus ändert und mal wirklich nur auf den Atem achtet. Warum? Sobald der Körper merkt, oh, jetzt wird auf den Atem geachtet, kann ja keine große Gefahr sein. Und das ist wirklich ein Punkt, der auch erforscht wurde. Das heißt, wenn Sie lernen, den Modus zu wechseln in bestimmten Stresssituationen, und zwar, wenn Sie es vorher geübt haben, dann haben Sie ein großes Benefit davon. Ja? Sie können nicht in Stresssituationen üben und sagen, Moment mal, jetzt muss ich erst atmen. Das geht nicht. Auf den Atem achten, ohne ihn zu verändern. Immer wenn die Gedanken abschweifen, die Wahrnehmung zum Atem zurückholen. Das ist die Übung, die hört sich sehr einfach an. Und ich würde jetzt die Erlaubnis erbitten, dass wir mal eine Übung machen für eine Minute.
Ja, wunderbar. Dann mache ich Folgendes. Ich setze mich auch hin. Ich schließe auch die Augen. Ich habe nur eben die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen. Und Sie sitzen einfach mal, wenn Sie das nicht mitmachen wollen, bleiben Sie einfach sitzen, machen, lassen die Augen auf. Aber Sie können ja doch einfach mal die Augen schließen und ich leite Sie mal durch eine kurze Achtsamkeitsübung. Wir beginnen damit, dass Sie einfach mal hören, was es zu hören gibt. Und das ist auch sicher interessant. Die ganze Zeit haben Sie das nicht wahrgenommen. Das ist ein Teil unserer selektiven Wahrnehmung. Jetzt nehmen wir wahr, der Beamer und Lüftung. Sie hören im Augenblick einfach, was es zu hören gibt. Und jetzt legen wir metaphorisch gesprochen einfach mal die Geräusche vor den Ohren ab. Das heißt, die sind für uns nicht mehr von Bedeutung. Und Sie nehmen wahr, wie der Körper Kontakt mit der Sitzfläche hat. Sie nehmen wahr, wie der Rücken Kontakt mit der Rückenlehne hat. Sie nehmen einmal, das ist vielleicht ungewöhnlich, Ihre rechte Fußsohle wahr, wie Sie über die Schuhe Kontakt mit dem Boden haben. Und Sie nehmen Ihre linke Fußsohle wahr. Es sind Möglichkeiten, die Selbstwahrnehmung zu schulen. Und jetzt nehmen wir wahr, wo der Atem unseren Körper bewegt. Ohne was zu ändern, einfach mal wie ein interessierter Forscher, aha, hier spüre ich das sanfte Ein- und Aus des Atems. Und ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, diese Übung heißt, auf den Atem achten, ohne ihn zu verändern, eine Minute lang beim Atem bleiben und immer, wenn die Gedanken weggehen, das wahrzunehmen, sich dafür nicht beschimpfen oder so, sondern ganz freundlich, aha, und wieder zurück zum Atem. Das hat eine Relevanz, nachher werde ich Ihnen erklären, aber jetzt machen wir erstmal eine Minute, dann können Sie auch mal sehen, eine Minute, jetzt geht's los, eine Minute auf den Atem achten. Das war eine Minute. Sie halten die Augen noch etwas geschlossen. Kleiner Rückblick auf die Minute. Vielleicht, wie war das? Und jetzt kommen Sie langsam wieder hierher und öffnen die Augen. Ich hoffe, es sind noch alle da. Gut. Ja. Das ist die Haltung des Staunens, einfach mal in Kontakt zu kommen mit dem Atem, was wir ganz selten machen. Und nachher, wenn ich über die Studien spreche, dann ist die Frage eben, was soll denn der Sinn von so einer Übung sein? Denn
ich hoffe dann immer, dass jetzt nicht gleich wieder so die Vorurteilsstruktur wach wird und man denkt, ja, was soll das Ganze, auf den Atem achten. Aber dafür haben wir eben Studien, das heißt, immer wenn wir die Aufmerksamkeit wieder zurück zum Atem holen, stärken wir die neuronalen Aufmerksamkeitsnetzwerke. Das ist durch Studien belegt. Das heißt, dieses Zurückholen und Merken, jetzt gehe ich wieder dahin, wieder zurück, das ändert die Aufmerksamkeitsstruktur, die Sie haben, und das führt auch dazu, dass Sie jenseits der formalen Übungsstruktur direkt sich besser konzentrieren können. Und das hat natürlich eine ganz große Relevanz, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Jetzt kurz, bevor ich auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eingehe, ein Blick in die Chronologie. Denn was heute fast schon en vogue ist, war 2004, als ich damit anfing, an der Elisabethenschule, noch ein ziemlich neues Projekt. Wir haben in einer Klasse damit angefangen. Die Eltern haben uns immer unterstützt, das ist ganz klar. Manche Kollegen waren skeptisch, vor allen Dingen die in den höheren gymnasialen Klassen, die haben gesagt, das ist doch Zeitverschwendung, machen wir doch lieber was Richtiges. Und da möchte ich ein bisschen gegenhalten, denn wenn die Bereitschaft zur Aufmerksamkeit nicht entwickelt ist, dann können Sie die tollsten Gedankenblitze nicht verwenden, weil Sie sich nicht konzentrieren können. Dann war ich in den USA. Und dann haben wir in der Schule angefangen, das zu implementieren, auch mit dem staatlichen Schulamt in Frankfurt. Da sind meine Seminare akkreditiert. Und dann gab es zum Glück eine Studie der LMU und das hat sehr geholfen, auch für die Akzeptanz. Denn das wissen wir inzwischen natürlich, wenn wir zu etwas eine Studie haben, dann ist es mehr wert, obwohl vielleicht durch die Erfahrung mancher Pädagoge sagt, brauche ich doch keine Studie, ich sehe es ja vor mir, aber es ist eben die Akzeptanz unserer Arbeit und ich denke, wir sind auch, wenn wir an den Schulen was machen, verpflichtet, dass wir da Forschung dazu betreiben. Und dann gab es Multiplikatoren-Schulungen, es gab auch ein Einjahresprojekt in Darmstadt und es gab eine zweite Studie, 2014 von der Hochschule Coburg und es gibt ein ganz großes Projekt, in das ich auch integriert bin, im Landesinstitut für Pädagogik, wo endlich mal ein Land, Hamburg ist ja ein Land, ein Stadtstaat, das in die Hand nimmt. Weil sonst waren das immer sehr gebilligte, auch von Schulämtern und so weiter, Ausbildungen und Möglichkeiten, wo Lehrer etwas tun konnten, aber man braucht eigentlich, wenn es wirklich gut implementiert werden soll im schulischen Alltag, braucht man Strukturen, die dann auch bedient werden von den Menschen, die das zu entscheiden haben. Und das ist jetzt von meinem Programm so eine Art Leitfaden. Wichtig ist, dass man nicht hier und da mal eine Achtsamkeitsübung macht, weil genau, Sie ja verstanden haben, durch jede, immer wenn Sie etwas tun, stehen synaptische Verbindungen. Das heißt, es ist natürlich klar, je öfter Sie etwas machen, desto einfacher wird es auch. Und das kann ich aus meiner Arbeit bestätigen. Wenn ich mit Kindern und Jugendlichen angefangen habe zu arbeiten oder die Kollegen, die ich ausgebildet habe, die haben dann meistens gesagt, oh, wie soll ich das in dieser Klasse hinkriegen? Und je mehr man dabei bleibt, desto mehr genießen die Schüler das und das, dann entsteht sozusagen ein positiver Sog. Es gibt unterschiedliche Übungen. Wir haben Übungen im Sitzen, wo wir die Augen schließen. Wir haben auch Übungen aus dem achtsamen Bewegen. Es geht darum, die persönlichen Bewertungen bewusst zu machen. Also zum Beispiel, ich kann kein Mathe, Punktum. Psychoedukation, das heißt, es ist ganz wichtig, dass man den Schülerinnen und Schülern auch klar macht und erzählt und erzählen ist vielleicht das falsche Wort, ihnen vermittelt, was alles im Körper zum Beispiel bei Stress passiert. Weil das wissen sie einerseits, aber sie müssen es dann auch verbinden mit ihrer persönlichen Erfahrung. Oder top-down, bottom-up ist bei uns einfach, weiß jedes Kind, was es ist. Und das erleichtert dann auch, sagt einer dann, oh, das war jetzt wieder bottom-up. Sag ich, ja, top-down, regulier mal. Ressourcentraining ist ganz wichtig, Freude, aber das wissen wir auch jetzt inzwischen aus der positiven Psychologie, was nicht Positive Thinking ist, sondern es geht darum zu sehen, dass wir viel zu wenig, und das wissen wir, steckt in dem Wort Ressource, wir
nähren viel zu wenig das, was schon gut ist und bauen es auf, als immer zu sagen, das fehlt noch. Also nicht auf den Mangel fixiert zu sein, sondern auf die Ressource. Im Gesundheitsbereich kennen Sie vielleicht alle Antonowski mit der Salutogenese, der gesagt hat, wir sollten nicht immer fragen, was uns krank macht, sondern was uns gesund erhält und gesund macht. Interaktiv, der achtsame Dialog, ist eine wunderbare Übung, Schülern genau dieses Interagieren wieder mal zu erlauben, was sie sonst eigentlich natürlich tun, aber hier tun sie es in einem bewussten Rahmen und Erfahrungsaustausch in der Gruppe. Das heißt, wie beginne ich? Natürlich nicht, indem ich sage, ich habe in einem Vortrag gelesen, Achtsamkeit ist gut für euch, sondern das muss von innen kommen. Sie müssen motivieren sowieso, das ist das Hauptgeschäft des Pädagogen, motivieren. Neugierig machen und die persönliche Erfahrung in den Mittelpunkt stellen. Immer wenn jemand das Gefühl hat, hier geht es um mich, ist plötzlich die Aufmerksamkeit da. Ne? Die Frage, was hat das mit mir zu tun? Und das ist der Einfall. Mit Forscher heißt erkunden, neugierig sein, gucken, was passiert da, was können wir heute machen? Und dann eine Übung, können Sie auch so im Hinterkopf jetzt mal mitmachen, stellen Sie sich gerade mal so eine Zitrone vor, dicke, pralle Zitrone. Und dann schneiden wir die durch, vielleicht haben Sie ein bisschen Durst und dann läuft schon der Saft hier raus und Sie spüren, dass Sie jetzt gleich vielleicht einen Zitronensaft trinken und das weiten wir in der Schule ganz lang aus, eine richtige Fantasiereise. Und was passiert? Speichel. Und die Schüler, oh, wie kommt das? Sie haben die erste Forschungsaufgabe erfüllt, eine Vorstellung erzeugt etwas im Körper. Das können Sie den Schülern sagen. Aber wenn die es am eigenen Leib spüren, dann sehen sie, aha. Und dann ist der Transfer auch nicht weit zu sagen, okay, wenn ich mir 100-mal sage, ich kann das nicht, stresse ich mich so richtig Stress in meinem Körper an. Also das ist wirklich ganz wichtig, Wahrnehmungsübung. Ist wunderbar mit den Schülern. Das waren jetzt zum Beispiel ältere Schüler. Also ich will nachher auch sagen, von Klasse 5 bis Abitur ist so meine Expertise. Ich habe es auch viel mit Grundschulen zu tun in unserer Ausbildung. Aber das Programm habe ich jetzt eben entwickelt, Klasse 5 bis 13 bei uns. Dann gehen wir auch über den Körper, mal zu schauen, wie verändert der Körper die Stimmung. Dann haben die Schüler haben das Miesi und Schlurfi genannt. Ja? Auch wie man geht, ändert es. Oder Freude, wie sieht das aus? Das heißt, auch Embodiment ist ein Teil der Forschung, wie der Körper Stimmung macht. Michalak, ich habe gerade heute von ihm eine neue Studie bekommen, freut mich sehr. Er macht große Forschung, Zusammenhang hier jetzt Depression und Haltung, aber das lässt sich auch auf gesunde Menschen ausweiten, weil wir wissen natürlich, dass im Körper der Muskeltonus bewirkt natürlich auch ist ein Stressfaktor. Also wenn wir immer so angespannt sind, dann sind wir auch innerlich angespannt. Das heißt, wenn wir Spannungsregulation üben, dann lernen wir uns auch innerlich zu entspannen. Und dieses kann man mit Schülern wunderbar trainieren. Ins Gespräch kommen ist ganz wichtig. Wann gibt es Stille in deinem Alltag? Super Frage. Da wird erstmal ganz still, weil die überlegen sich, wann ist es eigentlich still? Ganz spannend. Wann kannst du dich gut konzentrieren? Also mal Tipps und Tricks. Was ist eigentlich klar? Und da kommt gleich raus, natürlich, wenn mir was Spaß macht, kann ich mich gut konzentrieren. Wenn ich im Fußball und diese Pässe, das gelingt mir. Oder wenn ich ein Fach mache, Aufgabe schreibe, die ich liebe, dann gelingt mir das. Ja, wie kann ich vielleicht auch an ungeliebten Aufgaben etwas Gutes finden? Das wäre die Frage. Oder fällt es dir schwer, dich zu konzentrieren? Und dann erst, die sehen, was für einen langen Vorlauf wir machen, dann machen wir erst die Frage, meint ihr, ihr könnt 30 Sekunden lang die Augen schließen. Jetzt haben sie eine Minute die Augen geschlossen, für manchen mag das vielleicht lang gewesen sein, für jemanden, der meditiert, ist es kurz, aber für Schüler schon in 30 Sekunden merken die, ui, was ist denn da alles los? Und deshalb mit kleinen Sachen anfangen und auch vorher natürlich, also ich kann jetzt nicht alles so ganz genau erklären, aber schon drüber sprechen, was es bedeutet, die Augen zu schließen. Und was heißt es denn, wenn wir die Augen schließen, mal bewusst machen? Dann fallen ganz viele Informationsmöglichkeiten weg, die wir haben. Und das ist auch unsicher. Also wenn Schüler zusammen mit ihnen die Augen schließen, ist das ein absoluter Vertrauensbeweis.
Und da auch zu wissen, dass es nicht einfach nur man als Lehrer sagt, schließt mal die Augen, sondern dass man das eben auch sehr gut auf der Metaebene versprachlicht. Und hier kommt nochmal das Zitat, wenn die Gedanken abschweifen, zurück zum Atem. Bei den beteiligten neuronalen Schaltkreisen im Gehirn handelt es sich um Aufmerksamkeitsnetzwerke, die sich durch Training intensivieren lassen. Und dazu gibt es inzwischen schon mehrere Studien und das ist für mich immer so der Satz. Ja. Und Gott sei Dank haben Wissenschaftler das untersucht. Habitualisierung der Übung zum Beispiel kann man vor jeder Stunde stehen. Das haben wir eingeführt an unserer Schule und ich mache in der Fortbildung das auch immer. Denn frei zu stehen, selbstständig zu sein, wer Lehrerin ist und Lehrer, der weiß, dass das gar nicht so einfach geht. Da kann man dann anfangen mit einfach mal einen Arm heben und Bein und kurz mal eine bewegte Phase in den Unterricht mit reinzunehmen. Wenn es habitualisiert ist, das heißt auch, dass der Körper wirklich dazugehört und dass wir eben alle erstmal stehen und uns dann hinsetzen. Stille Übung, bewegte Übung, 4 Grundübungen aus dem Qigong, Imaginationsübung, das machen die Schüler super gerne, so mein magischer Rückzugsort, wie sieht es da aus? Man kann sie dann ihre Lieblingsorte erfinden lassen und eben Ressourcenarbeit, was gefällt mir gut, was gelingt mir gut und die Psychoedukation. Das hatte ich schon angesprochen, ich will es hier nur noch mal sagen, dass es ein wichtiger Teil ist, den man unbedingt unterstreichen muss, nämlich dieses Umgehen mit den kognitiven Mustern, Arbeit mit den kognitiven Mustern, ich kann das nicht, es wird nie was, es gibt wieder eine schlechte Note. Und Eltern sind ja sicher auch hier, ganz viele, und sie wissen gerade vor wichtigen Prüfungen oder vor dem Abitur, wie sich Kinder die Hölle heiß machen, auch gegenseitig. Das musst du noch lesen und hast du das nicht gelernt und so weiter. Und dazu wissen, dass man da auch ein bisschen gegensteuern kann und sich befragen, muss das jetzt wirklich sein, dass ich mir selber hier so einen Stress mache? Ist es wirklich angebracht? Ist es wirklich so? Ist es wirklich so schwierig? Wie der Körper Stimmung macht, das kann man dann auch richtig in die Übung mit hineinbringen, indem man Wut, Angst und Freude darstellen lässt mit theaterpädagogischen Übungen. Da sehen Sie Schüler, die jetzt was zur Angst gemacht haben und sie haben hinterher das Modell vom Gehirn, natürlich sagen wir immer, das ist wirklich ein Modell und so sieht es nicht im Gehirn aus, ja. Das dreigeteilte Gehirn, was sowieso natürlich auch eine große Annäherung nur ist, aber es ist gerechtfertigt, wenn man den Schülern einen ersten Einblick gibt. Warum achtsames Bewegen? Dann könnte man sagen, jetzt gut, meditieren und dann auch noch Qigong. Warum Qigong und was ist Qigong? Und da muss man aufpassen, ich habe es umgenannt in achtsames Bewegen und wir haben 4 Übungen aus dem Qigong genommen, die eigentlich dazu dienen, die Spannungsregulation im Körper zu nutzen. Das ist interessant, auch gerade durch den Forscher Michalak von der Universität Witten, dass im Qigong genau das eigentlich aktualisiert wird, was wir heute so wichtig finden. Wir haben eine Bewegung, wir haben eine Atembewegung, einatmen, ausatmen und wir haben eine Vorstellung, nämlich als wäre es unter Wasser. Deshalb, diese Übung heißt im Chinesischen das Qi-Wecken, das habe ich verändert. Ich habe die Kinder gefragt, wie könnte denn diese Übung heißen. Die Übung heißt jetzt Lianen unter Wasser und sie finden die 4 Übungen, die bei uns in der Schule gemacht werden, unter DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Die ist sehr für die Schülergesundheit zuständig. Jeder Schüler in Deutschland ist da versichert. Und die haben diese 4 Übungen mit meinen Schülern, Oberstufenschülern, aufgenommen. Und die Übungen sind auch deshalb so interessant, auch wenn wir zum Beispiel sowas machen, dass sie kurz sind und die Schüler in dem Moment in ihren Körper bringen. Und die Schüler machen das sehr gerne und es geht um die Vorstellungskraft, den Atem und die einfache Bewegung. Zum Beispiel haben wir eine Übung, die heißt der weite Horizont. Das kann man auch viel metaphorisch sehen, dass wir selbst auch einen weiten Horizont bekommen und gleichzeitig uns öffnen. Also da gibt es eben viele Studien und gerade den Professor Michalak, der forscht gerade dazu und es ist sehr spannend und es ist natürlich auch in der Scientific Community immer eine Frage, beschäftigt man sich jetzt mit Qigong? Warum? Weil das interessant ist inzwischen im Gesundheitssektor, dass man erkennt, dass diese Übungen, die eben aus dem asiatischen Kulturkreis kommen, für uns
adaptierbar sind und eine gute Gesunderhaltungsmöglichkeit darstellen. Hier sehen Sie Schüler, der Junge links, mein lieber Jakob, der ist inzwischen 22 Jahre alt, also Sie sehen, wie lange das schon da praktiziert wird. Und das sind die Schülerinnen, da habe ich Ihnen erzählt, Schülerinnen und Schüler, DGUV, wenn Sie achtsames Bewegen googeln und meinen Namen, dann kommen Sie auf die Übung, auch auf die ganzen Hintergründe, was es mit dem auf sich hat. Hier sehen Sie nochmal, das war sehr spannend, vor allen Dingen wissen Sie, wenn Sie schon mal einen Film gedreht haben, dass man das immer wieder machen muss, weil irgendwas stimmt immer nicht. Ich sehe jetzt auch, was da nicht stimmt, nämlich die Handhaltung des Jungen ist noch viel zu viel Spannung drin, aber egal, schön, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen haben, das zu machen. Dann haben wir den achtsamen Dialog und Sie sehen, wie interessiert die Schüler da sitzen. Auch das können Sie finden im Internet, wo Sie auch den Ablauf sehen und auch bei der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Und da ist der Punkt, dass die Schüler dazwischen immer wieder die Augen schließen. Das heißt, sie reflektieren immer, wie war das jetzt, was eben gesagt wurde, werden dann von der Lehrkraft durch diesen Prozess geleitet. Wir machen das auch super gerne in der Oberstufe, auch zu ganz verschiedenen Fragen. Hier zum Beispiel war, das war direkt nach den Sommerferien, weiß ich noch, was habt ihr in den Sommerferien erlebt? Das war toll. Die erste Studie. Können Sie noch? Ja? Alle noch da? Ich versuche es. Ja, jetzt noch ein bisschen genauer theoretisch zu unterfüttern. Die erste Studie von Professor Dr. Kohls und Sauer, weil das ist auch interessant, wie werden solche Studien überhaupt gemacht? Jeder Psychologe sagt, oh, mit Schülern in Schulen ist ganz schwierig. Nicht, weil die das nicht wollten, sondern es gibt viel zu viele Variablen. Wir können keine schönen, doppelblind randomisierten Studien machen. Das heißt, wir haben so viele verschiedene Variablen, es kann an so vielem liegen, wenn man Effekt sieht. Also das war jetzt eine Studie, die ging folgendermaßen, ohne Intervention war eine Klasse. Eine Klasse bekam Vorlesen als Intervention, damit nicht die Tatsache, dass überhaupt etwas gemacht wird, außer der Reihe schon einen Effekt hat. Und dann war die Achtsamkeitsklasse. Dreimal wöchentlich je 10 Minuten und eine Vorbereitung, wie ich es Ihnen jetzt gesagt habe, mit 4 Schulstunden. Der Forschungsbericht ist veröffentlicht in Studies in Neuroscience, bei Springer 2014, da können Sie alles nachlesen. Interessant war, es war über Fragebögen und eine sehr interessante Studienintervention war folgendes, die Schüler bekamen Kopfhörer und sie bekamen 2 Geräusche vorgespielt, also alle 3 Klassen. Und mal schönes Lied, mussten sie sagen, welches war länger, immer welches war länger und musste eine Taste drücken, A war länger oder B. Und dann gab es aber auch aversive Geräusche, das heißt eben Schmerzschreie zum Beispiel oder jemand hat sich übergeben und ich war ja teilweise dann im Testraum dabei und dann, oh, da übergibt sich jemand und schon, ach so, ich soll ja drücken. Ja? Also das heißt, die Aufgabe durch die Stärke des Reizes ist die Aufgabe völlig in den Hintergrund getreten und das war eine signifikanter Effekt, dass bei dieser Übung eben die Achtsamkeitsklasse besser abgeschnitten hat. Das heißt, konnte den Fokus länger halten. Die zweite Studie, Studentin der Hochschule Coburg, da war das auch ganz spannend, weil die jetzt auch qualitativ gefragt haben, das heißt Interviews mit Lehrern und Schülern gemacht haben. Das war sehr spannend, weil da natürlich eine größere Bandbreite rauskommt und natürlich wissen Forscher, dass das eigentlich qualitative Studien sind. Wie kann man denn das bewerten? Das ist noch schwieriger. Aber es ist natürlich auch spannender, weil da die ganzen Grenzbereiche und Unsicherheiten und so weiter mal deutlich thematisiert werden können. Ich lese Ihnen mal vor. Eine Schülerin schreibt, ich mache sie oft die Übung einfach, wenn ich ins Bett gehe, um dann runterzukommen, damit ich dann einschlafen kann. Oder ich mache es manchmal, ich spiele ja Fußball und da bin ich Torwart. Manchmal vor 11 Metern mache ich dann noch mal kurz 10 Sekunden an nichts denken. Ich mache sie manchmal, wenn ich viele Hausaufgaben habe und wie Frau Kaltwasser uns dann immer erklärt hat, also meistens mache ich entweder mich einfach irgendwo ruhig hinsetzen oder den Energieball. Energieball ist das, was ich Ihnen gesagt habe, in die Handflächen spüren und öffnen. Und das ist natürlich Transkript, ne? Das ist eben das Schülerdeutsch, wie Sie gesprochen haben, ist einfach transkribiert. 5 Klässler waren das.
In anderen Fächern finde ich es auch ganz schön, wenn wir das mal machen würden, zum Beispiel bei Mathe oder sowas, weil danach konnten wir uns dann besser konzentrieren, glaube ich. Die würden das weiterempfehlen. Und das ist, sage ich jetzt an der Stelle, wir machen das vor den Klassenarbeiten und Lehrerinnen und Lehrer, die das selbst nicht anleiten, haben mir dann erzählt, oh, die Schüler wollen das unbedingt machen, und eine Lehrerin sagte dann, macht ihr doch das mal, ich gucke zu. Und das hat wunderbar in Selbstregie geklappt, weil die gemerkt haben, wenn sie vor der Arbeit diese eine Minute oder zwei Minuten haben, dass sie dann einfach runterkommen und sie wissen, wie aufgeregt Schülerinnen und Schüler vor Klassenarbeiten sind. Ich lese hier nochmal so vor, was sie schreiben. Es hat mir gut gefallen, dass wir dann halt auch mal ein bisschen nur für uns waren. Also auch dieser Rückzugseffekt. Aber es gibt immer noch welche, die ich ziemlich langweilig finde. Es gibt aber auch ein paar, die ich sehr angenehm finde. Das macht auch Spaß. Du lernst was dabei. Das ist wie Schule, wenn dir Spaß macht. Was dir Spaß macht. Also das Deutsch kann ich nichts. Das ist auch irgendwie spannend, weil dann merkst du richtig, was zum Beispiel in deinen Handflächen los ist. Ja, war so eine Idee. Das war das mit dem Fußball. Oh, das haben wir doppelt. Das heißt, wir haben in Deutschland hier jetzt schon ein ganz gutes Forschungsnetzwerk, das in Hamburg und die Ausbildungsrunden, und es gibt jetzt eine 2017, das heißt, es ist auf dem Weg, und ich sehe ja auch, es ist schon über die Grenze geschwappt und es ist europäisch geworden, und es ist auch in England wird sehr viel in der Richtung getan, in der Schweiz, in Frankreich und jetzt in Belgien, also wunderbar. Achtsamkeit in der Schule, das ist mein eines Buch dazu. Und wenn es Ihre Aufmerksamkeit nicht überfordert, würde ich jetzt noch was zu den Lehrern sagen und dann zum Schluss kommen. Natürlich ist es so, dass die Qualität der Arbeit mit den Kindern steht oder fällt damit, ob die Personen, die das anleiten, gut ausgebildet sind. Das heißt, man kann nicht mal ein Buch über Achtsamkeit gelesen haben und sagen, jetzt mache ich das mit meinen Schülern. Man muss, wenn man von Schülern etwas verlangt, natürlich selbst den ganzen Prozess schon durchlaufen haben. Deshalb ist es ganz wichtig, eine Achtsamkeitspraxis für sich aufzubauen. Aber nicht nur, wenn man es später im Unterricht einbauen will, sondern das wissen wir eben, mit Herrn Scharschmidt war ich da auch im Gespräch, es gibt Studien auch vom Professor Dauber in Kassel, dass Lehrerinnen und Lehrer, die eine solche Arbeit für sich selbst machen, sich verändern in der Art, wie sie im Unterricht sind. Denn sie strahlen mehr Ruhe aus und sie öffnen sozusagen ihre Aufmerksamkeit und haben dann auch das bessere Gespür dafür, wann überlaste ich mich, wann tue ich zu viel, wann brauche ich einen Rückzug. Und das können Sie lernen. Sie können auch lernen zum Beispiel, wie Sie mit den Belastungen umgehen. Und dass eine Belastung im täglichen Schulalltag ist und dass das ein Spagat ist, das wissen wir. Und ich stimme Ihnen ganz sehr zu, dass es einfach eine Herausforderung ist. Und ich glaube, Lehrerinnen und Lehrer wählen den Beruf hoffentlich nicht, in Deutschland hoffentlich nicht, und ich weiß, also beamtenstatusmäßig, sondern sie mögen diesen Beruf, weil darin ja auch ganz, ganz viel Potenzial steckt. Und ich denke, der tägliche Spagat im Alltag ist natürlich auch deshalb, weil wir immer intensiver pädagogisch arbeiten müssen. Die Kinder haben eine große Heterogenität, was ihre elterliche Erziehung angeht. Und wir haben ja über die mangelnde Impulskontrolle schon gesprochen. Das heißt, es ist eine richtig genuine pädagogische Arbeit nötig, und dem steht entgegen, dass teilweise, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei uns scheint immer weniger Zeit für die pädagogische Arbeit zu sein, denn es gibt eine engere Taktung des Fachunterrichts, wir haben vermehrt Vergleichsarbeiten, was natürlich dann auch wieder den einzelnen Lehrer stresst, weil wenn er einmal krank ist, kann er den Termin nicht halten und dann gerät die ganze Struktur ins Wanken und man fühlt sich einfach dann diesem nicht gewachsen, oder es gibt standardisierte Anforderungen, Vergleichsarbeiten und so weiter. Das wissen die Lehrerinnen und Lehrer am besten. Und das ist was typisch auf den Schulalltag zutrifft, natürlich auf jede andere
Tätigkeit im Erwachsenenleben auch, aber ich muss viele Dinge auf einmal tun, ist im Lehrerberuf ganz klar das, was man feststellen kann. Und wir wissen genau das, Multitasking ist ein Stressor. Viele Leute rühmen sich ja, wie gut sie im Multitasking sind. Das kann kurze Zeit klappen, aber mit der Zeit kommt die Fehlerhäufigkeit und dann auch wirklich ein Stress, weil das eine unglaubliche Anstrengung ist, seine Aufmerksamkeit zwischen verschiedenen Bereichen aufzuteilen. Das ist auch klassisch bei Lehrerinnen und Lehrern, ich sollte, ich müsste. Das ist klar, es gibt immer noch was zu verbessern und das könnte man noch besser vorbereiten und jenes. Und das ist auch, das wissen wir auch aus der Scharschmidt-Studie, die Burnout-Gefahr besteht im Lehrerberuf auch darin, dass es kein klar getrenntes, klar getrennte Bereiche gibt zwischen Arbeit und Freizeit, weil man nimmt eben die Arbeiten mit nach Hause zum Korrigieren und am Wochenende denkt man, naja, jetzt gehe ich dann doch nicht spazieren, sondern mache die Arbeit fertig. Und das heißt, dadurch ist auch die Fähigkeit, wirklich mal zu entspannen, sehr beeinträchtigt. Es geht hier auch um den Discrepancy Monitor als Stressor. Immer wenn ich mir sage, es ist hier jetzt nicht so, wie es sein sollte, gebe ich dem Körper ein kleines Stresssignal. Das heißt, irgendwas muss jetzt verändert werden. Und das ist eben auch ein Punkt, der oft mit dem Ich sollte, ich müsste verknüpft wird und natürlich im Lehrerbuch als drittes, jeder will etwas von mir. Und wir sind natürlich als Lehrerinnen und Lehrer, wollen wir auf alle Kinder eingehen. Und das ist eine große Herausforderung. Aber es ist auch sehr, sehr beanspruchend. Und man muss auch Wege finden, wie man damit umgeht. Also zum Beispiel aus unserem Schulalltag. Wir haben angefangen, habe ich Ihnen vorhin erzählt, wir fangen mit dem Stehen an. Wenn jetzt, stellen Sie sich vor, eine Schulklasse vor dem Unterricht, der Lehrer schließt die Tür auf und jeder Schüler will was von diesem Lehrer. Machen wir das heute so, was ist das und jenes? Und unsere Lehrer dann, wie wir es in der Ausbildung machen, sagen später, erst nach dem Stehen. Das ist schon die erste tägliche Arbeit an der Impulskontrolle. Und zu, nicht sozusagen das als unfreundlich oder die Idee, dass ein Schüler das als unfreundlich empfindet, so zu nehmen und dass man dann sagt, na gut, jetzt beantworte ich mal diese kleine Frage, sondern ganz strikt dabei zu bleiben, das ist unsere Verabredung. Und wenn Sie das ganz oft machen, haben Sie dann im Alltag schon einen sehr guten Lerneffekt. Das heißt, dann erst stehen, sitzen und jetzt eure ganz wichtigen Fragen. Und meistens gibt es dann noch vielleicht ein, zwei ganz wichtige Fragen. Und alles andere hat sich schon erledigt. Und das sind so Dinge, wo man einfach auch eben lernen muss als Lehrer, wie gehe ich damit um? Und das kann man auch nur, wenn wir zum Beispiel jetzt die Achtsamkeit für sich habitualisiert, merkt man das, was ich vorhin von Reiz und Reaktion gesagt habe. Oh, jetzt würde ich dem eigentlich gern antworten, weil ich will ja freundlich sein, aber jetzt halte ich mich an diese Ritualisierung. Körperorientiertes Üben, Aufbauen und eine Achtsamkeitspraxis ist ganz wichtig. Tägliche Ruhe- und Stillephasen, dass die Lehrerinnen und Lehrer das wirklich einmal für sich selber realisieren. Und ich gebe ja Kurse zu diesem achtsame 8 Wochen. Und dann gibt es so kleine Hausaufgaben in der ersten Woche, 5 Minuten täglich sich hinsetzen und die Übungen, die wir vorhin gemacht haben, miteinander praktizieren. Dann kommt ganz oft die ganz zerknirschte Antwort, ich hatte keine Zeit. Und das ist eben auch ein Lerneffekt, dass man sich diese 5 Minuten nimmt und diese 10 und wenn es dann langsam Gewohnheit wird, dann wollen Sie darauf nicht mehr verzichten. Forschen in eigener Sache. Den Schulalltag unter die Lupe nehmen, da können Sie auch schauen, die persönlichen Bewertungen wahrnehmen, meine Gewohnheitsmuster, Anspannung und Entspannung, Freudequellen entdecken. Es gibt so viele Anlässe, wo man sich wirklich freut im Unterricht und mit Kollegen und das mal wirklich bewusst in den Körper hineinsacken lassen, sagen, ja, aus dem Grund bin ich Lehrerin geworden oder Lehrer. Und auch Licht auf die dunklen Flecken, mal gucken, was ist es denn, Augen auf und durch. Und die persönlichen Spannungslöser mal unter die Lupe nehmen. Was mache ich eigentlich, wenn ich so richtig gestresst bin? Dann setze ich mich vor den Fernseher, trinke mein Weinchen, Zigarettchen, ne, schon in der
Verkleinerung sieht man ja, ist alles nicht so schlimm. Ist auch nicht schlimm, kann man sich ruhig gönnen. Aber man muss gucken, dass man vielleicht auch nochmal andere Wege findet und dann sagt, nee, jetzt ziehe ich die Laufschuhe an. Und wenn man das paar Mal gemacht hat, dann merkt man, es macht Spaß. Auf dem Weg zur Schule, wie geht's mir da? Auf dem Weg zur Klasse X, Y und Z? Das werden Sie, wenn Sie jetzt Lehrerinnen und Lehrer sind, weiß nicht, wie viele hier sind, wollte ich vorhin nachfragen, geht man zu einer Klasse ganz beschwingt, oh ja, auf die freue ich mich und die anderen, oh. Ja? Und einfach mal merken, und wenn Sie schon in diese Klasse, wo Sie eh nicht gern reingehen, dann so kommen, dann kann natürlich sich gar nichts ändern. Also da einfach mal gucken, wie fange ich meinen Unterrichtsbeginn an. Ne? Ich saß oft bei Referendaren hintern und es gibt so viele Unterschiede, wie jemand reinkommt. Ja? Einfach zu sagen, hey, hier sind Menschen, ich kann Kontakt aufnehmen. Oder so reinzukommen, okay, wer fehlt alles? Großer Unterschied. Und Forschungsfeld Lehrerzimmer, ne? Da gibt es ja auch so Dinge. Forschungsfeld Klasse XY, Höllenschüler, Lieblingsschüler, Höllenschüler. Sie müssen, wenn Sie Lehrerinnen, Lehrer sind, merken, wer drückt meine Knöpfe. Ja, der sagt jetzt das und dann kommt, so nicht, du kriegst eine Missbilligung. Erstmal warten, ja, weil Schüler XY oder Höllenschüler Max weiß genau, welche Knöpfe er bei Ihnen drückt, weil die sind die ähnlichen, wie seine Mutter sie hat und da kann er richtig sich austoben. Und Schülerinnen natürlich auch, sind nicht nur Schüler, die Knöpfe drücken. Einfach auch mal gucken, was sind meine geliebten, meine ungeliebten Aufgaben. Muss das immer so sein? Weil das sind alles Muster, die wir uns angewöhnen und plötzlich sehen wir vielleicht, wenn man das hinter die Lupe nehmen, ach, das mag ich, mochte ich nie, aber das ist gar nicht so schlecht, mal diese Aufgabe zu machen. Also mal zu gucken, was will ich eigentlich so für mich in der Schule tun? Freudequellen im Schulalltag ist ganz wichtig und zwar, warum noch ein Teil aus der positiven Psychologie? Freude und Dankbarkeit können kultiviert werden. Warum machen wir das nicht? Evolutionär gewachsen. Wir müssen uns an die Gefahren erinnern. Das ist ganz wichtig. Und was gut läuft, läuft gut. Egal. Ja? Und das ist der Punkt, dass zum Beispiel Seligman, oder es ist ein Amerikaner, manche sagen Seligman, positive Psychologie, Rick Hansen, es ist alles, sind sehr, sehr interessante Menschen. Man kann auch mal bei TED Talk mal einen Vortrag von denen hören. Sagen zum Beispiel, es ist wichtig, dass man die Freude in den Körper hineinnimmt und spürt. Also alle Aspekte einer freudigen Situation mal genau wahrnehmen. Und das sich dann sozusagen merken, ins Gedächtnis übernehmen, ins Körpergedächtnis, weil sie brauchen für eine schlechte Situation, eine Stresssituation, fünf gute, um die wieder in, um sich wieder in eine Stabilität zu bringen. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwo einen Vortrag halten und ein Mensch sagt, das war ja furchtbar langweilig, und die anderen klatschen, was hängt Ihnen nach? Dieser Satz. Und das ist genau das, dass wir also einen Fokus haben auf das, was nicht so gut läuft und wir könnten uns einen guten Gefallen tun, den Kindern natürlich auch, dieses Gegenmittel gegen die ständige Alarmbereitschaft unseres Körpers. Und das ist interessant, im Buddhismus gibt es genauso eine Übung, wo man immer sozusagen, wenn einem etwas querkommt, man versucht, das auszubalancieren, indem man sich erinnert und sagt, nee, nee, aber da gibt es auch noch das und das und das in meinem Leben. Weil unter Stress verengen wir unsere Wahrnehmung. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir, das ist der Sinn der positiven Psychologie, auf die positiven Eigenschaften und Situationen uns konzentrieren. Unsere persönlichen Muster, ne, können Sie mal für sich so überlegen, wer bringt sich ganz besonders schnell auf die Palme? Wer drückt meine Knöpfe? Das sind so die Fragen, die man den Lehrern in der Ausbildung stellen kann. Es ist ganz wichtig, dass sie sich das mal überlegen. Und wir kommen langsam zum Schluss. Das ist bei uns in Frankfurt an der Nidda. Also Frankfurt hat nicht nur Hochhäuser, sondern mitten in der Stadt hier so einen kleinen schönen Fluss. Nicht nur den Main, das ist ein Nebenfluss des Mains. Und eine Teilnehmerin von mir hat einen sehr schönen Satz geprägt. Die Übungen haben dazu geführt, dass ich wie von einer Brücke auf den Fluss meiner Gedanken und Gefühle schauen kann. Ich werde nicht mehr so leicht weggeschwemmt oder überflutet. Und das ist genau der Effekt, den eben diese Übungen haben können, aber nur, wenn man sie wirklich praktiziert. Das heißt Körperwahrnehmung, Wahrnehmung einzelner Sinne, Bewertungsmuster, Freude als Ressource,
Das wären wunderschöne Aspekte, die man erforschen kann und die der Gesundheit eben zuträglich sind. Und ab und zu den weiten Horizont in den Blick zu nehmen, gegenüber dem Verengenden bei dem Stressfokus. Und hiermit bin ich am Ende meiner Ausführungen und danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so lange so interessiert zugehört haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Kaltwasser, einmal für die etwas theoretisch Reinführung in das Thema Achtsamkeit, aber dann haben Sie es wieder runtergezogen, haben Sie das Projekt EISCHU vorgestellt, Achtsamkeit in der Schule und das, was Sie genannt haben, zunehmende Heterogenität der Schülerschaft, mangelnde Impulskontrolle, Virtualisierung der Beziehungen oder die Erfahrung mit einem Höllenschüler. Das sind natürlich alles Erfahrungen, die nicht nur in Deutschland gemacht werden, das sind Erfahrungen, die wir auch hier in der deutschsprachigen Gemeinschaft machen und jeder, der im Lehrerberuf tätig ist, kann das nur bestätigen, denke ich. Und Sie haben auch Wege aufgezeigt, wie eben durch EISCHU tatsächlich man diesem Phänomen begegnen kann, wie man sowohl beim Lehrer als auch beim Schüler zunehmend Achtsamkeit für die eigene Lebenssituation fördern kann. Ich schlage vor zur weiteren Vorgehensweise, dass zuerst die verschiedenen Fraktionen die Möglichkeit haben, sich zu Wort zu melden, einige Bemerkungen zu formulieren, eventuell Fragen zu formulieren. Und wir gönnen Ihnen dann nur eine sehr kurze Ruhepause. Sie müssten sich dann vielleicht die eine oder andere Frage aufschreiben. Und ich würde Sie dann bitten, nachdem wir diese Runde durch die Fraktionen gedreht haben, dann vielleicht darauf einzugehen. Und in einer zweiten Runde dann würde ich es so gestalten wollen, dass wir auch den zahlreichen hier anwesenden Gästen die Möglichkeit geben, vielleicht die Fragen zu stellen, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Sie sollen also nicht nur als passive Zuhörer und Zuhörerinnen hier sein, Sie dürfen dann auch selbst an der Diskussion teilnehmen. Dann schlage ich vor, beginnen wir, wie gerade angekündigt, mit der ersten Fragerunde und würde dann gerne den Kollegen von der CSB das Wort erteilen. Ich sehe Frau Duch, Sie übernehmen diesen Part, bitte. Ja, danke schön. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich habe vor 10 Jahren Yoga gemacht, zwar nicht sehr lange, es waren nur 10 Sitzungen, aber da waren schon die Atemübungen der Anfang und das sind wirklich Sachen, wo man sich noch im Nachhinein daran erinnert. Was ich sehr interessant fand, das war die Frage, die Sie den Jugendlichen stellen, wann ist es bei dir still? Ich habe selbst 2 Söhne und habe den Eindruck, wenn die zu Hause sind, ist es nie still. Dann ist entweder Musik oder sonst irgendwas, was läuft. Also das ist die Reizüberflutung, was effektiv da permanent immer dreht und immer aktiv ist. Ich habe jetzt diese Woche selbst eine Erfahrung gemacht, ich habe am Montagmorgen mein Handy verloren. Und hatte bis Dienstagnachmittag ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich dachte, jetzt kann keiner mich erreichen und ich kann nichts antworten. Mittlerweile finde ich das sehr interessant. Ich habe noch keins gekauft, werde aber nicht dran vorbeikommen. Aber das ist auch so eine Sache, wo man dann mal achtsam wird und dann mal bedenkt, was ist jetzt wichtig und was nicht. Direkte Fragen haben mein Kollege und ich im Moment nicht. Es kann sein, dass das sich dann noch im Nachhinein ergibt. Aber vielen Dank schon mal. Ja, vielen Dank, Frau Duch. Dann kommen wir zu Frau Schmitz, bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch bedanken. Es war wirklich sehr interessant. Ich habe einige Fragen, aber ich denke mir, das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen, die alle hier zu beantworten. Vielleicht kommen wir auch danach, vielleicht ganz kurz. Die Frage, die sich so mir ein bisschen aufdrängt, ist, ich dachte, so ein ganz spontanes Kind, was sehr schnell reagiert, ja, das hat dann auch etwas mit dem Naturell und mit dem Charakter des Menschen zu tun. Wo ist da die Grenze zu dem Training hin, zu der Distanzierungsfähigkeit? Das, was Sie eben angesprochen haben, weil ich denke, wir haben auch da Schüler, die sehr träge sind in dem Bereich. Also für mich gibt es da so eine Schnittmenge. Ich weiß nicht, ob Sie ganz verstehen, was ich meine, aber ich fände es mal interessant, wenn wir uns darüber mal unterhalten könnten. Dann dachte ich an das Ressourcendenken. Ich glaube, da müssen wir das ganze System Schule auch eigentlich umdenken. Ich denke ganz konkret zum Beispiel einem klassischen Beispiel, das Diktat. Schüler schreiben Diktat, was suchen wir? Wir suchen natürlich die Fehler dann am Ende. Es wird nicht geschaut, viel zu wenig geschaut, was hat der Schüler nicht schon alles geschafft. Und so sind ja oft viele Tests, viele Prüfungen, viele Arbeiten aufgebaut. Das Thema Ressourcendenken ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wo aber das ganze System auch sich Gedanken zu machen muss. Dann eine ganz konkrete Frage, vielleicht auch, wenn man Achtsamkeitsübungen durchführt mit einer Klasse, das habe ich schon mal erlebt, in einer Hospitation, da ist eine Fantasiereise gemacht worden und da waren für mich bedeutende Störfaktoren. Also waren einige Schüler, die auch ständig Geräusche gemacht haben oder die diese Übung eigentlich gestört haben.
überhaupt so in der konkreten Umsetzung, wie geht man damit um? Ja? Sehr konkret. Und dann eine letzte, eine allgemeine, die, glaube ich, hatte ich auch im Vorfeld eingereicht. Erfahrungen bei der Umsetzung von Achtsamkeitsübungen, gerade bei Kindern, die damit ein dickes Problem haben. Ich denke an das Stichwort ADS. Ich denke aber auch Kinder mit einer Beeinträchtigung. Haben Sie da Erfahrungen, auch bei Kindern mit Mehrfachbehinderung? Keine Ahnung. Was gibt es da vielleicht auch da für Anregungen? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Schmitz. Dann kommen wir zum Kollegen Alain Mertes, bitte. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Sehr interessantes Thema, sehr interessanter Vortrag und auch eine sehr positive Sache für in Schulen anzuwenden. Ich habe eine konkrete Frage im Moment, vielleicht kommen wir noch weiter. Und zwar geht es darum, Sie sprachen davon, dass Sie das für die 5. bis 13. Klasse vorgesehen haben. Ich kenne mich mit den deutschen Klassensystem nicht so aus, vergesst das immer. Vielleicht können Sie noch mal gerade sagen, welches Alter das ist, 5 bis 13. Und in dem Zusammenhang die Frage, Sie sprachen davon, dass man auf der einen Seite theoretisches Wissen vermitteln möchte, also wie funktioniert der Körper zum Beispiel, und dann das mit der Praxis zu verknüpfen. Jetzt in Abhängigkeit von dem Alter, wenn man bei jungen Kindern anfängt, wie kann man das ja nicht so mit theoretischem Wissen unbedingt bringen? Wie passen Sie das altersgerecht an? Mhm. Ja, das wäre eigentlich meine Frage. Dankeschön. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Kollegin der SP, Frau Neiken, bitte. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ich fand es auch sehr interessant, vor allen Dingen, weil ich seit einem Jahr diese Atemübungen fast täglich mache. Nach einer Erkrankung hat man mir geraten, das zu machen. Ich mache das fast täglich. Und eine Frage, die ich habe, Sie haben eben gesagt, in Hamburg hat das in die Hand genommen und ich wüsste ganz gerne, wie die Strukturen zur Implementierung aussehen. Und eine zweite Frage wäre, das geht aber eigentlich schon ein bisschen in die Richtung, die Frau Schmitz auch gestellt hat. Also ich unterrichte selbst auch in der Oberstufe, in der technischen beruflichen Ausbildung und habe mir schon häufig die Frage gestellt, Übungen mit den Schülern zu machen. Ich unterrichte im kosmetischen Bereich, das heißt, die Schüler sollten ja auch dann ruhig sein, weil es auch sehr angenehm sein sollte. Und manchmal ist es eben schwierig, weil ja, die Schüler kommen dann eben mit den Handys, also sie zu beruhigen. Und ich stellte mir, also habe mir schon häufig die Frage gestellt, wie kann man Schüler zwischen 14 und 19 dahingehend bewegen? Weil wir haben schon mal versucht, meine Kollegin und ich, so Atemübungen zu machen, dass sie wirklich interessiert sind und die Übungen auch mitmachen. Also da stelle ich mir doch die Frage, das sah jetzt alles so einfach aus, wie man die Schüler wirklich motiviert und dass sie Interesse zeigen, auch mitzumachen. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zur Kollegin Frau Franzen, bitte. Ja, meinerseits Dankeschön. Ich fand es auch sehr interessant. Ich denke, Sie haben es sehr anschaulich dargestellt und dachte mir, es geht ja eigentlich darum, durch diese Achtsamkeit die Schüler, die Lehrer, jeden so dazu zu bringen, sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden und sie einsetzen zu können, so die Herrschaft über sich und seine Fähigkeiten zu erlangen. Sie haben deutlich gemacht, meine ich, dass, wenn man das im Unterrichtswesen einsetzen will, dass es nur den Weg über die Lehrer gibt. Also ich meine, verstanden zu haben, man kann das nicht ausschließlich mit Schülern machen, wenn man Lehrer da nicht vorher auch schon mit einbezogen hat. Sie haben aber auch gesagt, eben, dass man nicht, es nicht geht, dass man zwischendurch so mal eine Übung macht, sondern dass es ein ganzes Programm ist. Muss ich das so verstehen, dass, wenn man dieses Programm umsetzen möchte, dass man dann schon auch außenstehende, geschulte Experten hinzuziehen muss, dass nicht jetzt Lehrer sich das aneignen kann, so mal nebenbei? Was mich etwas wunderte, ist, dass Sie, ich meine, Sie haben eigentlich laufend über Beziehung und Bindung gesprochen, aber Sie haben das Wort nicht einmal in den Mund genommen. Und ich dachte, wo geben Sie dem einen Platz? Ich denke schon, dass es einen Platz hat. Sie haben es ein wenig betont. Und das Ganze wird wohl auch nur über Bindung und Beziehung gehen, wo man auch Lehrer bei unterstützen muss. Und ich hätte auch eine konkrete Frage, zu der auch jetzt schon Frau
Neiken gestellt hat, zu dem, was das Land Hamburg da in die Hand genommen hat. Was bedeutet das konkret? Was wird da gemacht? So für uns aus politischer Sicht ist das natürlich interessant zu sehen, wie man da auch etwas umsetzen kann. Danke. Vielen Dank. Und dann kommen wir zur Kollegin Freches, bitte. Ja, dann auch von meiner Seite vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Ich komme selbst aus der Wirtschaft, bin Unternehmensleiter und stelle immer wieder fest, dass viele der Vorträge, die wir hier im Parlament zu hören bekommen und die uns auch vorgetragen werden, auch in der Wirtschaft umsetzbar sind. Denn Achtsamkeit bedeutet für mich auch etwas mit Gelassenheit. Und etwas, was ich meinen Mitarbeitern versuche zu übermitteln, das ist dieses Top-Down, Bottom-Up. Und die böse E-Mail, die schon mit dem Titel schlecht beginnt, die zu analysieren und erst einige Minuten oder vielleicht mal einen halben Tag später zu antworten. Denn dann hat man vielleicht ein anderes Gefühl bekommen zu dieser vielleicht im Titel etwas ärgerlichen E-Mail, aber im Kontext vielleicht positiv gesinnten. Und ein weiterer Aspekt ist immer wieder dieses Positive hervorzuheben. Denn für die Verneinung kennen wir genug. Wir sollen uns eher dem Positiven widmen. Wenn ich morgen sage, ich bin gesund, dann fühle ich mich besser. Wenn ich aber morgen schon sage, Mann, jetzt bin ich halt schlecht drauf, dann wird das sich den ganzen Tag mit sich ziehen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den wir auch überall einbringen können, nicht nur in der Schule. Weiter denke ich, dass hier auch ein weiter Weg vor uns liegt, den Lehrern dies zu vermitteln. Und ich denke, es ist auch ein Weg hin in der Ausbildung des Lehrers. Und da müssen wir uns auch hinterfragen, wie können wir das in der Ausbildung mit einbringen, diese Achtsamkeit dem Lehrer zu vermitteln und auch späterhin den Schülern dies beizubringen. Vor allen Dingen diese persönliche Beachtung fördern. Das ist in meinen Augen sehr wichtig. Eine konkrete Frage habe ich jetzt nicht, weil die Vorredner haben ja schon etliche gestellt. Ich möchte da auch nicht einen Wiederholungsfaktor fallen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt auf Ihre Antworten. Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, für diesen ganzen Fragenkatalog. Ich möchte noch zwei kleine hinzufügen, wenn ich das darf. Ja, einmal, ein Aspekt ist schon angeschnitten worden. Wenn jetzt eine Schule oder eine Klasse in der deutschsprachigen Gemeinschaft die Absicht hat, sich auf diesen Weg zu machen, AISCHU zu implementieren, Sie haben alle schon teilweise darauf geantwortet, welches ist der Königsweg, den man gehen muss, damit die Vorbedingungen zumindest gegeben sind, um das Ganze dann auch erfolgreich durchzuziehen. Die zweite Frage betrifft einen eher theoretischen Aspekt. Sie haben eben in der Einleitung eine Studie zitiert. Da taucht im Titel zwei Begriffe auf, Muße und Achtsamkeit. Und da hätte ich gerne den Zusammenhang gewusst, weil wenn ich den Terminkalender vieler meiner Schüler betrachte, dann sehe ich, der ist gefüllter als meiner. Es gibt ja nicht nur die Schule, es gibt den Sport, es gibt die Musikschule und tausend andere Aktivitäten. Wie ist die Verbindung hier zwischen Muße und Achtsamkeit? Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Das sind alles wunderbare Fragen. Ja, ich habe hier noch mein altes, ne? Okay, ich behalte es auch. Ja, ich hoffe jetzt nur, dass ich Ihnen gerecht werde bei der Beantwortung und manches würde wirklich nochmal einen ganz neuen Vortrag erfordern und ich möchte jetzt ein bisschen, ich werde der Reihe nach gehen, aber auf eine Frage möchte ich gleich am Anfang eingehen. Da bin ich Ihnen auch dankbar, dass ich das Wort Beziehung und Bindung nicht explizit genannt habe. Das ist wahrscheinlich so, weil für mich als Lehrerin und Lehrer und auch bei den Vorträgen ist das das Fundament. Und man könnte das natürlich richtig nochmal auch hervorheben, denn in allem, was wir hier tun, ist natürlich eine besondere Beziehung zu den Schülern, wenn wir uns auf diese persönliche Ebene begeben, das heißt ein Erfahrungsaustausch, wo ein Kind erzählt, wie es mit Stille umgeht etc. Das ist ja ein unglaubliches Vertrauen, wenn die von sich erzählen. Und ich denke, deshalb ist es auch so wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer zunächst geschult werden, denn das A und O im Lehrerberuf ist Bindungsfähigkeit und Beziehungsfähigkeit. Und für mein neues Buch heißt der Untertitel Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung. Ich wollte nur sagen, das ist mir wohl bewusst und Sie werden hinterher, wenn Sie selbst oder von anderen erzählt bekommen, was so eine Arbeit bewirkt, sicher hören, dass gemeinsam die Augen zu schließen und sei es nur für eine kurze Zeit, eine unheimliche Gemeinsamkeit stiftet.
Und das brauchen wir gar nicht jetzt esoterisch fassen, sondern das ist einfach, wir haben einen gemeinsamen Fokus und insofern besteht da auch eine besondere Beziehung. Und aus meiner Ausbildung weiß ich, dass Lehrerinnen und Lehrer, die die Achtsamkeit machen mit Schülern, dass da eine ganz feine Beziehung besteht. So, dann kommen wir zur ersten Frage. Die Stille, und sehr schön, dass Sie von Ihrem Smartphone berichtet haben, weil das ist ja genau für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ja wissen, also ich weiß nicht, ob Sie sich erkennen, Sie Spitzer, Hirnforscher aus Ulm, der hat 2 Bücher geschrieben, Digitale Demenz und Cyberkrank, und hat das alles auch etwas überspitzt. Aber sehr gute Studien dazu hervorgebracht und gesagt, dass wir das nicht unterschätzen sollen, was das Smartphone eben mit unserem Hirn anrichtet, eben uns zur Reaktivität erzieht, uns richtig erzieht, aber nicht in die für uns wohl richtige Richtung. Und da gibt es ja auch für Kinder und Jugendliche, zum Beispiel an der Schule jetzt, wo ich nicht mehr bin, aber wo ich das implementiert habe, gibt es ein halbes Jahr, ein halbes achtsames Jahr und einen Monat bewusstes Umgehen mit dem Smartphone. Also dass man einfach auch mal mit den Schülern ins Gespräch kommt, ob sie mal einen Tag lang auf Smartphone verzichten können. Und da werden sie Aufschreie hören. Also ich denke, es ist gar nicht gut, wenn wir diese elektronischen Medien verteufeln, sondern es geht darum, dass wir Herr von ihnen bleiben und uns auch eine Auszeit gönnen. Und in den USA ist es absolut in, für Jugendliche zu Retreats zu gehen, wo ganz klar ist, dass Smartphones da nicht mitgenommen werden dürfen. Also das ist so natürlich nicht flächendeckend in den USA, aber das fängt so langsam an, dass es einfach auch ein Luxus ist, kein Smartphone zu haben. Ja? Also in der Richtung müssen wir gehen. Das Schöne, dass man nicht ständig bereit sein muss, ja? Dass sie mussten sich jetzt mal gar nicht kümmern, weil es ging eben nicht. Und das ist auch eine interessante Sache. Dann war die Frage, ist natürlich klar, ich habe das jetzt natürlich global dargestellt. In unserer Ausbildung ist ein großer Teil die Frage, wie gehe ich mit Schülerinnen und Schülern um, die nicht compliant sind, die das nicht gleich machen. Da würde ich erst mal sagen, das ist ganz normal. Also wenn Schüler sofort sich hinsetzen und kein einziger die Augen aufmacht oder mal versucht, den anderen zu stoppen hier, das wäre sehr unnormal. Sondern es geht darum, immer, und das ist Teil der Achtsamkeit, mit den Schülern diese Metaebene zu haben, was fällt euch daran schwer und was ist daran gut. Und wenn ein einzelnes Kind das partout nicht will oder nicht hinbekommt, dann wirklich mit ihm im Einzelgespräch mal auszuloten, weil das ist oft nicht Obstruktion, eigentlich nie, sondern das ist eine ganz große Not von Kindern, die das nicht können und es natürlich sofort als Unfähigkeit sehen. Und da muss dann der Lehrer sehr gut geschult sein und das nicht in die Geschichte, in die Schublade Unfähigkeit tun, weil da tut das Kind es schon selbst hin. Ja, weil es sieht, Mensch, die anderen sitzen hier so entspannt und ich kriege das nicht hin. Und da zu ermutigen, zu sagen, hey, das mach dir jetzt mal keine Sorgen darüber, das wird schon. Willst du vielleicht, hatte ich neulich einen Fall, dich lieber von dem wegsetzen und lieber dahin setzen? Ja, wäre vielleicht gut, ne? Weil die hatten immer unterm Tisch, habe ich schon gesehen, ihre kleinen Kämpfchen. Also das heißt, es müssen natürlich die Lehrer sehr gut ausgebildet sein und vor allen Dingen dürfen die Lehrer eins nicht machen, es persönlich nehmen. Ich habe jetzt hier so ein schönes Projekt und ihr zerstört mir das. Nein, ein gut ausgebildeter Lehrer nimmt das nicht persönlich, sondern fragt nach. Also ich denke, das ist der Punkt. ADHS, eine ganz interessante Frage. Es gibt eine Professorin von der UCLA, die heißt Lida Ziklowska, hat gerade ein neues Buch geschrieben. Die hat eine sehr spannende Studie gemacht zu einer Vergleichsstudie, Kinder auch mit Kontrollgruppe. Kinder mit ADHS hatten, also es gab eine Gruppe, die Ritalin bekam oder ein ähnliches Medikament, eine Gruppe, die nichts bekam und eine Gruppe, die eine Achtsamkeitsintervention bekam. Und surprise, surprise, die Achtsamkeitsintervention hatte fast nahezu identische Effektstärken wie das Ritalin. Und man fragt sich, hey, da müsste doch ein Aufschrei durch die Welt gehen, oder? Man müsste doch sagen, das muss jetzt hier
angeboten werden. Es ist natürlich so, dass die Dame jetzt noch nach Fördergeldern immer sucht, weil natürlich eine Ritalin-Studie kriegen sie schnell bezahlt, aber eine andere Studie nicht so schnell. Und das ist halt jetzt die Frage. Das sind immer die Frage bei diesen Forschungen ist natürlich auch immer, wer bezahlt die Studien und wie ist sozusagen eine Gesellschaft aufgestellt, werden dafür Gelder bereitgestellt. Und ich denke, man sieht ja auch bei der ADHS hat Neurofeedback eine große Akzeptanz und bewirkt sehr viel und vielleicht kann das auch ein Weg sein, dass man einfach Kinder und Jugendliche befähigt, in der Art und Weise zu arbeiten. Die nächste Frage ging zum Alter. Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich Expertise ausgewiesen nur von 5 bis 13. 5, da sind die Kinder zwischen 10 und 11 und das ist auch interessant. Es gibt einen Professor aus den USA, Dan Siegel, der sehr in dieser Richtung auch geforscht hat und der stellt fest, natürlich basierend wieder auf anderen Forschungen, dass zwischen 10 und 11 erst entfaltet sich dieser Teil vom präfrontalen Kortex, der die Selbstreflexion auf so eine pure Art möglich macht, wie die Atembeobachtung. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, vor der Pubertät, gerade noch vorher, damit anzufangen. Deshalb ist es praktisch so der Königsweg, die Klasse 5 zu nehmen oder die 4 vielleicht. Bei den kleineren Kindern kann man das auch schon machen. Da ist es aber wichtig, das ist viel zu abstrakt für die, auf den Atem zu achten, immer wenn die Gedanken weggehen, zurück zum Atem. Das können kleinere Kinder noch nicht. Aber da würde man sagen, stell dir so Wellen vor an einem Strand, die fluten an und gehen zurück. Oder eine Blume öffnet sich und schließt sich. Also Bilder zu nehmen. Und ich war in den USA an der Grundschule und da haben die dann gesagt, now we put on our mindfulness clock. Also jetzt ziehen wir uns einen Achtsamkeitsmantel an. Und dann haben die alle so gemacht. Und saßen im Kreis und auch ein Kind war völlig zappelig. Und da hat die Lehrerin sich daneben gesetzt und ihm so einen Arm rumgelegt. Also das geht alles auch. Jetzt, wie macht man das? Ich habe gerade in meinem neuen Buch natürlich wie das psychoedukative Wissen. Sie können jetzt den Schülern in der 5 nicht mit der Stressphysiologie-Achse kommen, sondern erstmal bottom-up, top-down zu erklären. Und da habe ich Figuren erfunden und das ist eigentlich im Zusammenhang mit den Studentinnen von der Hochschule Coburg, die ja da waren. Wir haben gesagt, okay, ihr alle habt eine Familie Limba, limbisches System. Ihr habt alle ein Angsti. Er hat immer viel Angst, manchmal auch zu viel. Ihr habt ein Lusti, ne? Immer Schokolade und jetzt nicht lernen und lieber Fußball spielen. Und ihr habt ein Howie, der will draufhauen. Wie guckst du? Alles andere haben wir mal weggelassen. Wir haben jetzt nicht komplexe Emotionen wie Trauer etc., sondern nachgebildetes Stresssystem, Fight, Flight und Motivationssystem, Belohnungssystem, Lust. Und dazu gibt es dann die schöne Auseinandersetzung. Angst, die hat wahnsinnig Angst, aber die Steuerzentrale reguliert. Wir hatten ein schönes Beispiel. Angst, ein Kind mit einem großen Angst, die steht vor der Ampel, möchte eigentlich rüber, ist ja grün. Und dann hat es aber im Hintergrund, beziehungsweise Angst, die sagt, hey, aber deine Mutter hat doch gesagt, es kann auch, wenn grün ist, ein Auto kommen. Okay, ich bleibe stehen. Das heißt, diese Angst, die war zu groß. Es gibt auch Kinder, die haben einen zu kleinen Angst, die haben vor nichts Angst. Ja? Und die Steuerzentrale kann dann sagen, hey, du kannst jetzt mal gehen, es ist grün, guck dich nochmal um, geh. Oder Lusti wird dann beruhigt und sagt, jetzt bleib mal nochmal 10 Minuten an deiner Arbeit sitzen, nachher kannst du spielen. Und wir machen dann so Spiele und so weiter. Das heißt, man kann ganz gut sozusagen das als Bilder nehmen. In der Oberstufe können Sie natürlich nicht mit Rüdiger Hirni kommen. Ne? Rüdiger Hirni ist der, der das Hirn hat, dann wird auch das Hirn erklärt. Wird immer gesagt, das ist mir ganz wichtig, dass es in unserem Gehirn nicht so aussieht. Ja? Wir wissen alle, wenn wir auf eine Landkarte gucken, da ist ein blauer Strich, das ist ein Fluss. Und genauso, wenn ich euch die Grobstruktur des Gehirns aufzeige, dann sieht es nicht in eurem Gehirn so aus, sondern das ist ein Modell. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer klar machen, weil sonst kursieren Mythen, gibt es neue Mythen über das Gehirn. Und in der Oberstufe kann man schon sehr viel, gerade in der Oberstufe in Biologie, deshalb ist die Arbeit mit Biologielernen ganz wichtig, kann man sehr gut schon
arbeiten, kann man sehr viel erklären. Aber da kann man gute neue Figuren, Mr. Fun oder Mr. Flight, Mr. Fight, ne? Weil die Oberstufenschüler haben es ganz oft mit einem großen Problem zu tun, Prokrastination, auf Deutsch die berühmte Aufschieberitis. Ja, ich lerne morgen, ja, ist ja alles cool. Und da haben wir so Übungen, ne? Stop, erstmal sehen, gucken, was will ich jetzt und auch zum Beispiel Ziele attraktiv machen, auf das jetzt verzichten. Und da kommt wieder Michel mit seinem Hot and Cool System. Michel, den ich Ihnen vorher erklärt habe, Bottom-up nennt er das Hot System. Top-down ist das Cool System. Das heißt, ich kann auch lernen, das Hot System ein bisschen abzukühlen. Er sagt, er hat immer ein bisschen Schwierigkeiten mit Mousse au Chocolat und man will ja auch als Mann nicht so zunehmen. Hat er sich so eine Strategie, wenn jetzt der schöne Wagen mit den Desserts kommt, stellt er sich vor, dass über das Mousse au Chocolat in der Küche vielleicht eine Kakerlake gelaufen ist. Jetzt möchte er kein Mousse au Chocolat mehr. Ja, das heißt, das ist jetzt, hat er in seinem Buch so zitiert. Also das heißt, man kann auch Schülern beibringen, dass sie überlegen, wie kann ich jetzt aus dieser Hot System, wie kann ich mir das abkühlen? Kann ich mir vielleicht vorstellen, wie toll sich das anfühlt, wenn ich wirklich eine super Arbeit geschrieben habe? Also ich mache mir das Ziel attraktiv und dann kann ich auch eine kleine Hürde mal überlegen. Und ich denke, Sie haben von der Wirtschaft gesprochen. Das sind ganz normale Techniken, Personal Growth, die jeder Manager auch kennt. Wie kann ich sozusagen mich selbst überlisten? Das gehört auch dazu. So, Hamburg wurde ich gefragt. Das ist so, dass es da jetzt, natürlich ist das in dem Sinne auch noch ein Pilotprojekt, es ist jetzt noch nicht flächendeckend, aber es ist von der Behörde jetzt so gedacht, es gab jetzt ein Jahr, und das finde ich super, ein Jahr mit sehr vielen Wochenenden und Einzelnachmittagen, wo nur die Lehrer gebrieft wurden. Nur für die Lehrer, was ich Ihnen vorhin mit achtsame acht Wochen gezeigt habe, das mache ich dort unter anderem mit anderen Kollegen. Und dann erst kommt der nächste Zug, wie implementiere ich das an den Schulen. Und da ist es auch so, dass wir ein Screening machen. Das heißt, nicht alle Lehrer, die das erste gemacht haben, gehen weiter. Weil oft, das muss man auch sagen, manche Lehrer interessieren sich dafür, die vielleicht selber auch nicht so stabil sind psychisch und das Gott sei Dank auch in das nehmen, dass sie sich da weiterbilden können, denen man dann aber empfehlen würde, lieber noch mal mehr selber für sich in die Richtung zu arbeiten, statt das mit den Schülern zu machen, weil sie müssen sehr genau wissen, was sie da machen. Sie können natürlich, ich will jetzt keine Gefahren da heraufbeschwören, aber sie müssen verstehen, welche Verantwortung sie auch haben, ja, wenn sie bestimmte Übungen machen. Und sie müssen zum Beispiel immer wissen, dass sie zu guten, zu freudigen Dingen Fantasiereisen machen können. Das ist sehr aufbauend. Sie würden nie eine Fantasiereise machen, schließt die Augen und überlegt euch mal, wann es euch so richtig schlecht ging. Ja, und das wurde mir zugetragen, dass jemand das gemacht hat. Und dann denke ich, nein, also das darf nicht passieren. Ja? Das heißt, ich muss professionell sein und wissen, wie ist die Tiefung. Wir machen hier keine psychotherapeutische Ausbildung, das ist ganz wichtig. Keine Therapie, sondern die ganz normalen Werkzeuge, die jeder Mensch eigentlich braucht, um gut erwachsen zu werden. Seine Fähigkeiten einsetzen, Lehrerfokus. Ach so, jetzt mit den Trainern. Ja, das ist jetzt eine interessante Sache. Also, was ich mache, ist ja nur eine Möglichkeit neben vielen anderen. Es gibt die Möglichkeit, das ist ja auch so, dass jetzt bei dem Projekt, was hier auch stattfindet, dass Trainer in den Unterricht gehen. Das ist auch sehr gut. Das heißt, dass nicht die Lehrer das selbst durchführen, sondern dass Trainer erstmal vielleicht auch Lehrer entlasten. Die Lehrer können dabei sein, können sehen, wie es geht, um dann im nächsten Schritt das selbst in die Hand zu nehmen. Also es gibt auch gerade in den USA viele Programme, wo praktisch nur Trainer an die Schulen gehen. Da habe ich aber auch von Downsides schon gehört, weil wie gesagt, die Beziehungsfähigkeit, die Schüler nehmen, wenn sie mit ihnen im Gespräch sind, ihnen natürlich eher was ab als einer fremden Person, die hineinkommt in die Klasse, um eine Übung zu machen, die sowieso den Kindern noch unbekannt ist. Also da muss man sehr genau
genau abwägen, welche Wege man geht. Es gibt beides. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, nur für einzelne Schüler das am Nachmittag als AG zu machen. Da führen, denke ich, viele Wege nach Rom. Aber wenn ein Lehrer, der Fachunterricht gibt, auch die Kompetenz hat, dann ist es natürlich gut, nochmal auf Frankfurt zu kommen. Wir machen immer eine Schulung für die 5-6-Klässler, die neu sind als Klassenlehrer, sodass vielleicht, also meistens die Möglichkeit ist, dass mindestens einer oder zwei aus dem Team die Übungen anleiten. Der Punkt ist aber wirklich, das muss ich auch ehrlich sagen, wir können natürlich nicht hinter jeden Lehrer einen Controller stellen und sagen, machst du denn die Übung wirklich? Das hört man dann so, oh, bei der Frau so und so haben wir schon lange diese Übung nicht mehr gemacht. Also das ist die Frage halt, diese Kohärenz und Kontinuität kommt auch nur, wenn die Lehrerinnen und Lehrer sehr engagiert sind. Aber das ist, glaube ich, bei allem so. Also das ist auch normal, eben wenn Menschen am Werk sind. Wirtschaft habe ich auch gesagt, Schule, Muße und Achtsamkeit. Ja, das ist interessant. Also diese Forschung geht auch nicht nur über Achtsamkeit, sondern auch um den Begriff der Muße. In verschiedenen Fächern wird auch über das Wort Muße und was im Deutschunterricht zum Beispiel was gibt es für Gedichte über Muße aus den verschiedenen Zeitaltern oder historisch und einfach sich auch mal zu überlegen in der Philosophie, was hat Muße, was hat dieser Begriff für einen Hintergrund etc. Also das heißt, da wird die Philosophie auch aufgeblättert und ich finde es sehr wichtig, dass Muße insofern auch im Fokus steht, dass wir, wenn wir Achtsamkeitstraining machen, uns gerne auch bitte mit der Frage auseinandersetzen, wenn Schüler sagen, das ist so langweilig. Ich liebe diesen Ausspruch. Das ist so langweilig. Sag ich, oh, interessant, erzähl mal, was ist denn, wir gehen mal der Frage nach, was ist denn langweilig? Und Langeweile heißt eigentlich nichts weiter, als dass Reize fehlen. Ja? Es ist mal plötzlich eine reizarme Umgebung. Und neulich hat mir eine Kollegin erzählt, die waren in ihrem Ferienhaus und es war auch so eine Situation, wo Smartphones nicht zur Verfügung waren oder irgendwas, es hat alles nicht funktioniert, es gab nichts. Und plötzlich hat der Sohn angefangen, total anders wieder zu spielen und kreativ zu sein. Das heißt nämlich die Reizarmut und einfach mal zu sagen, ja, ich halte mal Langeweile aus, ich hänge einfach nur ab. Und dann entsteht auf diesem Boden plötzlich entstehen neue Verbindungen. Und das müssen wir den Schülern auch mal genehmigen und ihnen mal wirklich die Erfahrung der Langeweile bieten. Und eine Sache, das fällt mir dann auch noch dazu ein, was ganz wichtig ist, ich habe das ja in den Deutschunterricht meist integriert, Poesie, Gedichte etc. sind ganz große Unterstützer, weil gerade in der Poesie eben dieses, dem Dazwischen so viel Raum gegeben wird, der Wahrnehmung, die eigene Kreativität, die eigene Vorstellungskraft. Heute bekommen Kinder ganz viele Bilder vorgesetzt. Aber sie sind nicht mehr so sehr gefordert, eigene Bilder zu entwickeln. Also hängt ja auch damit zusammen mit der Klage, dass keiner mehr Bücher liest. Ja? Und das ist das, wo, wenn nicht in der Schule, können wir diese Räume bereitstellen. Deshalb denke ich, genau in der Schule muss man sagen, das ist wichtig, dass wir das behalten und nicht auch noch da wieder Computer reinlegen. Computer sind gut, das sind aber Werkzeuge. Aber Freiraum zu schaffen für Musik ist ganz wichtig, auch für die Achtsamkeit. Da machen wir mal immer am Anfang im Stehen auch mal einen kleinen Rap oder mal was in der Richtung mit Musik, mit Rhythmus, darstellendes Spiel, das ja eine Lanze für die Kreativität zu brechen mit Muse. Das ist wichtig. Ja, vielen Dank, Frau Kaltwasser, für diese erste Antwortrunde, würde ich sagen. Wie ich eben angedeutet hatte, würde ich jetzt die Diskussionsrunde gerne ein wenig erweitern. Selbstverständlich dürfen sich die Ausschussmitglieder auch jederzeit weiter zu Wort melden. Es gibt bestimmt noch die ein oder andere Bemerkung oder die ein oder andere Nachfrage. Ich schaue jetzt mal in die große Runde hier. Wer möchte gerne eine Frage stellen? Jetzt ist der Augenblick da an eine ausgewiesene Expertin, alle möglichen Fragen zum Thema Achtsamkeit zu stellen. Es gibt eine Frage, wer hat noch eine Frage, wo man merkt, nämlich das ein bisschen einschätzen kann und auch ein bisschen managen kann dann hier. Es gibt zwei Fragen, sehe ich schon, zwei Wortmeldungen
und die eine oder andere Wortmeldung wird sich ja vielleicht noch ergeben. Dann beginnen wir mit Ihnen, bitte. Meine Frage geht dahin. Ja, Sie müssen das Mikro einschalten. Okay. Alles etwas vielleicht dürfte ich auch bitten, dass Sie sich vielleicht kurz vorstellen in einem Satz. Sind Sie im Unterricht tätig oder in einer anderen Organisation? Mein Name ist Bianca Köhler. Ich wohne mittlerweile seit 10 Jahren mit meiner Familie in Raren. Und komme gebürtig aus Deutschland. Mein Mann ist Lehrer und ich bin auch pädagogisch vorgebildet. Also ich habe Betriebspädagogik an der Uni in Aachen studiert. Bin lange nicht mehr berufstätig im klassischen Sinn gewesen, weil ich dann 2 Kinder bekommen habe. Und habe jetzt das Glück gehabt, an einer Weiterbildung teilnehmen zu können. Das im Förderkonzept Glück. Und zwar geht es darum, dass man in Deutschland, in einigen Bundesländern, das Schulfach Glück tatsächlich implementiert hat in den Unterricht. Und auch in Aachen gibt es ein Projekt dazu. Es gibt eine Schule in Oberforstbach, das ist die Pilotschule dazu, die das Schulfach Glück an die Grundschule geholt hat. Und meine Tochter geht selbst dort in Oberforstbach zur Schule und von daher kann ich natürlich auch hautnah was dazu erzählen oder könnte es tun. Es deckt sich vieles, was die Inhalte angeht, mit dem, was Frau Kaltwasser hier vorgetragen hat. Und eigentlich wollte ich gerade noch mal Bezug nehmen zu Ihrer Frage, die ich meines Erachtens nach noch nicht beantwortet gesehen habe, weil die Gelegenheit gerade nicht da war. Sie fragten, wie das wäre, wenn jemand Interesse hätte, irgendeine Schule, dieses Konzept der Achtsamkeit oder irgendwelche Schulungen, Kurse, wie auch immer, an die eigene Schule zu holen. Da würde ich mich nämlich gerne anschließen wollen, wie es wäre, wenn eine Schule, andersrum herum gedacht jetzt, im Raum stünde, die sagen würde, ich finde das toll, diese ganze Geschichte, Achtsamkeit etc., Glück ist jetzt in dem Fall ein anderer Titel, dafür, wie ist das, wenn ich das gerne in meiner Schule implementieren würde, was muss ich tun? Ich hätte nämlich in Hauset den Direktor der Schule, der Gemeindeschule dort, dem ich das Projekt vorgestellt habe, der hellauf begeistert war, weil er genau dieses Thema auch für sehr sinnvoll erachtet, Achtsamkeit etc. In Olpen am PDS wird es wohl auch umgesetzt in etwas anders benannter Form. Er ist da völlig begeistert und ist da auch sehr offen gewesen und würde sich da auch gerne für einsetzen, weiß nur nicht, wie das zu bewerkstelligen wäre. Und ich als Laie weiß natürlich auch nicht, wie ich sowas umsetzen könnte oder wie ich so etwas an die Schule bringen könnte. Also von daher eine ganz praktische Frage, wie sowas bewerkstelligt werden könnte, weil ich das für sehr, sehr sinnvoll erachte, also nicht nur was meine persönlichen Belange angeht, sondern eben, weil Frau Kaltwasser das auch so herausgestellt hat, gesellschaftlich gesehen. Ja, vielen Dank für diesen ersten Beitrag. Darf ich da bitten, das Mikrofon auszuschalten, sonst gibt es Interferenzen. Wo drücke ich? Hier? Ja. Und dann würde ich Sie bitten, Ihre Frage zu formulieren. Ja, hallo, mein Name ist Stani Paki. Ich bin Erzieher und arbeite momentan auch als Achtsamkeitstrainer. Die Frage ist, inwieweit in Deutschland das Thema Achtsamkeit schon Einzug gefunden hat in der Lehrerweiterbildung, Pädagogenweiterbildung, ob das der Fall ist oder nicht und wie das da vonstatten geht. Danke. Ja, jetzt schaue ich noch mal in die Runde. Sind inzwischen noch weitere Fragen aufgetaucht? Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Frau Franzen, dann haben Sie das Wort, bitte. Ich fände es schön, wenn wir bei der Gelegenheit auch vielleicht, dass man uns das Projekt aus St. Vith vorstellen könnte, weil das ja hier vor unserer Tür läuft und es würde mich interessieren, was es genau ist. Ja. Mhm. Ich sehe, dass es momentan keine weiteren Wortmeldungen gibt. Dann haben Sie wieder das Wort, Frau Kaltwasser. Also danke für alle Beiträge. Ich werde auch hier der Reihe nach vorgehen. Herr Schubert, den kenne ich auch, der hat dieses Programm oder diesen Weg installiert. Glück als Schulfach, finde ich eine ganz interessante Geschichte. Gibt es an einigen Schulen schon. Wie das hier zu implementieren wäre, dazu bin ich jetzt überfragt.
ist insofern ein bisschen ein anderer Ansatz, weil unser Ansatz ja mit der Achtsamkeit ist, dass sozusagen eben nicht ein extra Fach wieder etabliert wird, weil unsere Fächer ja eh eine Art von Fragmentierung von ganz wichtigen Aspekten sind, die man immer wieder zusammenführen muss. Aber da gibt es eben verschiedene Wege und ich denke, das ist sicherlich auch einer davon. Es gibt da jetzt in Bayern auch eine große Anfrage und ist auch schon gestartet, ein Schulfach Gesundheit. Da trifft, denke ich, das auch zu, dass eben es schön wäre, wenn sozusagen Gesundheit durchgängig als Thema wäre und jetzt nicht in ein Fach hineingepresst würde. Aber das sind Unterschiede, die auch durch die Praxis hervorgebracht werden und wie das zu implementieren wäre jetzt hier, das weiß ich nicht. In der Lehrerfortbildung in Deutschland ist es so, dass zum Beispiel eben es jetzt verschiedene Projekte gab, also gerade eben eins, was ich in, zum Beispiel eben in Darmstadt gestartet hatte, da werden die Dinge akkreditiert vom Schulamt. Und dann hat man die Möglichkeit, mit Lehrern zu arbeiten. In Darmstadt war das wunderschön. Da hatten wir ein Jahr, wo ich mit einer bestimmten Gruppe gearbeitet habe. Da ist gerade am Montag die nächste Supervisionssitzung und das wird von der Universität Heidelberg wissenschaftlich begleitet. Und immer versuchen wir sozusagen irgendeine Universität zu finden, die dann so ein Projekt auch begleitet, dass man dann Ergebnisse hat, finde ich ganz, ganz wichtig. Und es ist so, dass die Ministerien, auch jetzt das Kultusministerium in Hessen, vor allen Dingen im der Bereich gesunde Schule, das sehr gut findet. Aber es ist halt immer die Frage, wo kommen die Gelder her? Und im Augenblick, diese Arbeit ist hoch willkommen und ich arbeite derzeit immer mit staatlichen Schulämtern auf Anfrage zusammen. Also sind eigentlich Heppenheim oder Friedberger oder sonst was, da bekomme ich eine Anfrage und dann wird ein Programm gestrickt und ich fände es halt schöner und das ist eben dann noch Zukunftsmusik, dass wirklich in Hessen global es möglich wäre, aber wir haben da eben die selbstständigen Schulen. Das heißt, die Schulen können sich die Leute ranholen und dann auch überlegen, welche Projekte sie machen. Insofern kommt es von unten, das ist wunderbar. Und was jetzt noch fehlt, ist eigentlich die Strukturierung, dass von oben das in die Hand genommen wird. Aber auch Hamburg ist mit gesunde Schule verquickt. Und insofern gibt es, ich bin jetzt dann auch wieder in München oder in Freiburg, da gibt es ganz viel Interesse und es gibt je nachdem, was die Schulen oder Schulbereiche für Wünsche haben, werden dann die Angebote drauf zugeschnitten. Und es gab eine Multiplikatorenschulung in Freiburg. Das waren MBSR-Lehrer oder Qigong-Lehrer, die waren also schon richtig ausgebildet und on top haben sie Aishu gemacht und das sind jetzt meine Multiplikatoren, die sozusagen dann auch eingesetzt werden können für das Programm. Und ich finde auch, dass es jetzt die dritte Frage sehr, sehr schön wäre, wenn wir was über Salvit erfahren könnten. Ja. Denn ich war sehr begeistert, diese Arbeit in Progress zu sehen. Oder erstmal, sie steht ja am Anfang. Ich habe sehr interessante und schöne Begegnungen gehabt. Frau Semay hat es möglich gemacht und ihr Team sozusagen, dass wir da auch ins Gespräch kamen. Wir hatten auch in Wilzen Vortrag und Salvit. Und ich kann aber über das Projekt jetzt genau im Ablauf nicht so viel sagen. Vielleicht wäre es eine Idee, dass die Frau das sagt. Oder? Wir haben da eine Expertin hier. Das Pilotprojekt läuft ja schon in der deutschsprachigen Gemeinschaft, und zwar am Königlichen Athenäum in St. Vith. Und wie Sie sagten, also Frau Astrid Semay, die ja auch seit einigen Monaten im Mittelmanagement tätig ist, glaube ich, ist Hauptverantwortliche am Königlichen Athenäum für dieses Projekt. Und wir sollten tatsächlich die Gelegenheit beim Schopfe greifen und Sie mal kurz schildern lassen, wie das so in St. Vith abläuft. Bitte. Dankeschön. Also hauptverantwortlich bin ich nicht. Ich bin Koordinatorin. Das macht für mich einen Riesenunterschied. Vielleicht ganz kurz das Projekt für diejenigen, die es noch nicht kennen. Das Projekt ist am 1.9.2015 angelaufen. Das ist ein Erasmus-Plus-Projekt. So ein europäisches Projekt. Die Grundschule des Königlichen Athenäums nimmt teil, sowie die Villa Mirabella in Wils. Und wir haben als Partner auch noch AKIU.
Das ist Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche, das ist eine Organisation in Berlin. Die Kollegin arbeitet jetzt nicht direkt mit einer speziellen Klasse, sondern gibt Allgemeinkurse. Und das ist für uns auch die Möglichkeit, uns wirklich zu vernetzen, was wichtig ist, dass es keine Einzelsache bleibt. Und sie hat ein bisschen auch die Metaposition, Austausch, es wird ein Leitfaden entstehen, ein kleiner Film. Neben mir sitzen die beiden Trainer, also MBSR-Trainer, weil wir in der Schule eben niemand von uns diese Ausbildung hat. Das ist sehr wichtig. Das heißt, diese Stani Parke trainiert die Schüler in St. Vith und Margie Krier trainiert die Schüler in Wiels. Gleichzeitig dazu finden Lehrerweiterbildungen statt, wobei die Klassenlehrer immer im Training bei ihrer Klasse dabei sind. Eben, wie Vera es schon sagte, erstmal damit sie erleben, was mit den Schülern gemacht wird, wie die Schüler darauf reagieren, aber auch damit sie selbst in dem Moment im Training sind. Und da gibt es ganz überraschende Momente. Das allererste war für manche Kollegen einfach dieses Loslassen. Ja, wenn Kinder unruhig sind oder nicht mitmachen wollen, wirklich es zu schaffen, sich rauszuhalten, zu sagen, das ist jetzt die Sache des Trainers, ich kann mich zurücklehnen, ich kann mein Training machen, da entsteht sehr viel. Wir sind effektiv in der Anfangsphase, wir sind sehr glücklich, dass wir es von vornherein als dreijähriges Projekt angelegt haben, nicht als zweijähriges Projekt, weil die Zeit werden wir brauchen bzw. nutzen, um immer wieder schauen, was passiert, im Dialog mit allen Partnern, mit den Trainern, immer wieder anpassen können. Natürlich im Dialog mit den Eltern. Wir versuchen, regelmäßige Versammlungen zu haben, auch informell uns zu treffen, wenn der Wunsch da ist. So gehen wir unseren Weg. Wir sind auch in ständiger Kommunikation mit dem Kabinett des Unterrichtsministers, mit Frau Marlise Breuer. Vielleicht möchte einer von beiden noch was hinzufügen. Wir sind in dem Sinne Pilotschule, weil wir die Ersten sind und weil es uns sehr wichtig ist, dass die Erfahrungen, die wir machen, nicht nur bei uns in unserem Team einfließen, sondern möglichst in der DG und eben als EU-Projekt auch möglichst auf EU-Ebene weitergetragen werden. Deswegen auch der Leitfaden, der kein Buch sein wird, bitte macht das so, liebe Kollegen, sondern der einfach aus der Erfahrung spricht, die wir jetzt machen. Und eine kleine erste Erfahrung ist das, was Frau Kaltwasser gesagt hat. Die Lehrer müssen auf jeden Fall selber zunächst mal ins Training gehen und im Training bleiben. Und so diese Erfahrungen werden wir aufschreiben und dann zur Verfügung stellen. Ja, vielen Dank, Frau Semmeyer. Ich frage mal im Publikum, gibt es Nachfragen? Möchte jemand etwas noch im Detail oder eine weitere Auskunft zum Projekt jetzt in St. Vith haben? Ja, Herr Mertes, bitte. Ja, danke. Noch ganz kurz, können Sie vielleicht kurz schildern, welche Klassen das machen, in welchem Rhythmus das gemacht wird? So ein bisschen noch Detailinformationen zum Ablauf. Momentan haben wir begonnen mit den Klassen 1 bis 4. Also die Schüler vom 1. bis zum 4. Schuljahr sind im Training. Warum 5, 6 nicht, ist nur ein finanzieller Grund. Irgendwann hat das Projekt limitierte Mittel und dann kann man nicht alle Schüler mit ins Training nehmen. Ich mache aber direkt eine Klammer, dass wir direkt schulintern beschlossen haben, dass wir auch diese Schüler und diejenigen, die jetzt wieder immer wieder in die Schule kommen werden, in irgendeiner Art und Weise mit ins Projekt nehmen werden. Wir müssen noch schauen, wie. Das heißt, dieses Projekt startet mit den Schülern vom 1. bis zum 4. Schuljahr und wird diese Schüler begleiten. Also nächstes Jahr sind sie im 2., 5. Schuljahr und dann im 3., 6. Schuljahr. Ich wiederhole nochmal, wir versuchen natürlich, die jetzt ins 1. Schuljahr kommen, mit auf den Weg zu nehmen. Konkret bei den Schülern ist es so, dass sie zweimal ein 8-wöchiges Training durchlaufen, also zweimal im Jahr 8 Wochen. Und in jeder Woche haben sie eine Unterrichtsstunde Training mit Stani oder mit Margie. Inhaltlich halte ich mich raus. Da sind die Spezialisten, wenn sie darüber mehr wissen möchten. Also das ist jetzt vom Organisatorischen her. Und natürlich Feedbackversammlungen auch mit den Schülern. Und ein erster Austausch. Die Schüler aus Wils und aus St. Vith werden sich jeweils einen Tag jetzt Ende des Schuljahres treffen und auch eine Trainingsstunde gemeinsam üben, ich sage lieber mal erleben. Herr Barke, darf ich kurz nachfragen? Sie haben eben gesagt, Sie sind an diesem Projekt in St. Vith beteiligt. Wo sind Sie für diese, zwischen Anführungszeichen, Trainingsaufgaben ausgebildet worden? Als Basis, ja, wie gesagt, ich bin Pädagoge, Erzieher. Habe dann vor 8 Jahren auch die MBSR-Weiterbildung gemacht, eine Weiterbildung, um Achtsamkeit mit Erwachsenen zu trainieren. Und habe dann jetzt die letzten 4, 5 Jahre an sich verschiedene Trainings gemacht,
quer durch Europa, immer mit dem Ziel, speziell mit Kindern noch zu arbeiten. Unter anderem auch eine Weiterbildung in Amsterdam bei Susanne Bögel, wo es speziell darum geht, mit ADHS-Kindern zu arbeiten und deren Eltern, was auch immer mehr an Bedarf erkannt wird. Ich fand das auch eben interessant, als gesagt wurde, dass es eine Vergleichsstudie gibt zu Umgang mit Ritalin, weil auch Susanne Bögels dazu recherchiert hat. Die hat auch kürzlich ein Buch rausgebracht, was heißt Chillen statt Pillen, wo es an sich um die gleiche Thematik geht. Ja. Also es gibt mittlerweile ziemlich viel Angebot an Weiterbildung in Europa und Amerika sowieso. Vielen Dank für diese Zusatzauskunft. Ich schaue noch mal in die Runde. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, das scheint doch der Fall zu sein. Im letzten Moment, Herr Minister, bitte. Ja, ich wollte mich nicht unhöflich vordrängen und wollte zunächst allen anderen Anwesenden die Möglichkeit geben, dazu kurz noch etwas zu sagen. Auch und vor allem deswegen, weil ich ganz einfach mit erheblicher Verspätung erst eingetroffen bin, wofür ich mich noch entschuldigen möchte. Der Termindruck heute war in der Tat so hoch, dass ich es nicht pünktlich geschafft habe, um 15 Uhr hier zu sein. Nichtsdestotrotz befassen wir uns ja auch schon seit einiger Zeit mit dem Thema Achtsamkeit. Es hat bereits vor längerer Zeit eine Initiative des Jugendrates, seinerzeit des RDJ, gegeben, sich etwas intensiver mit dem Thema Mindfulness auseinanderzusetzen. Und man sieht jetzt so langsam, wie das ganze Thema Wellen schlägt. Das Projekt in St. Veit ist ein sehr spannendes Projekt, das ich nicht nur als Minister hautnah verfolge, sondern weil zufällig, da war das Projekt aber schon genehmigt, meine Frau auch zu diesem Team hinzugestoßen ist. Also ich bekomme dann auch privat gewissermaßen immer wieder ein Feedback, wie denn so die Veranstaltungen gelaufen sind. Das ist eine ganz spannende Sache. Und was ich damit eigentlich nur sagen möchte, ist, da wir das Glück haben, in der DG ein Projekt zu haben, das jetzt anläuft und das über mehrere Jahre hinweg eine Schülergruppe begleiten wird, glaube ich, wäre das ein sehr willkommener Anlass für den Ausschuss, dieses Projekt vielleicht einmal im Jahr oder zumindest mit einer Zwischenetappe und mit einer Endetappe noch mal unter die Lupe zu nehmen, sich berichten zu lassen, welche sind denn die Erfahrungen. Ich persönlich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Erfahrungen macht man denn, was berichten die Lehrer, was berichten vielleicht auch die Schülerinnen und Schüler über das, wie schlägt das sich auf das Schulleben nieder, hat das vielleicht Auswirkungen auf die Gestaltung des Unterrichts in der Klasse, gibt es da Schlussfolgerungen, die man ziehen kann, alles das sind ja natürlich Dinge, an denen wir sehr interessiert sind und bei allem Respekt vor der Forschung und vor den doch sicherlich sehr weitgehenden Veröffentlichungen, die es mittlerweile gibt, am besten erreicht man eigentlich ein Publikum nur, indem man praktische Beispiele zeigt. Und wenn die dann auch noch aus der eigenen Region kommen, dann glaube ich, dass das sehr einfach und sehr gut dann auch Wellen schlagen wird und Nachahmer finden wird. Ich glaube, das ist immer die beste Methode für etwas Neues, etwas Neuartiges, wo man ja zuerst mal aus natürlichem Reflex heraus etwas vorsichtig ist, Begeisterung zu schaffen. Ich wäre also sehr froh, wenn man im Ausschuss, gerade vor dem Hintergrund des Legislaturthemas Gute, gesunde Schule im 21. Jahrhundert, sich regelmäßig mit dem Projekt in St. Veit beschäftigen könnte. Ich sage das aber nicht ganz uneigennützig, weil ich natürlich auch selbst sehr daran interessiert bin, zu sehen, wie dieses Projekt verläuft. Abschließend möchte ich dann mich sehr herzlich bedanken für die Ausführungen, von denen ich, wie gesagt, nur einen Teil habe mitbekommen können. Aber meine Kabinettschefin ist die ganze Zeit hier gewesen und wird mit Sicherheit mir berichten. Ich gehe davon aus, dass man auch die Unterlage noch zur Verfügung stellen wird, sodass es uns auch möglich sein wird, uns noch weiterhin damit zu vertiefen. Also, Dankeschön. Ja, diese Anregung greifen wir selbstverständlich gerne auf. Zu den Unterlagen kann ich Folgendes sagen. Wenn Zuschauer, die anwesend sind, gerne diese PowerPoint hätten, die Sie uns eben gezeigt haben. Ich glaube, ist Ihnen recht, wenn wir diese PowerPoint dann auch an andere Personen weiterleiten. Oder gibt's da? Ja, es gibt die Bilder, habe ich sozusagen. Das Das ist schwierig. Ah, okay. Also ich kann gern einen Aufsatz, der drei, einen kurzen Aufsatz, der drei Seiten hat oder sowas zur Verfügung stellen, wo man sich orientieren kann, gerne. Das ist super, ja. Wenn wir das schon haben, können, ja, können Sie das gerne dann haben. An den Ausschuss weiterleiten. Der würde dann die Koordination übernehmen und das dann an interessierte Zuhörer weiterzuleiten. Da stehen dann auch alle Literaturlisten und so weiter.
Also was, vielleicht hat man sogar mehr davon als von der PowerPoint. Dieses Angebot nehmen wir gerne an, ja. Es gab noch zwei Wortmeldungen. Frau Franzen hat sich zu Wort gemeldet und anschließend dann auch Frau Breuer. Bitte, Frau Franzen. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, wer mir die beantworten kann. Vielleicht am ehesten der Minister oder das Kabinett. Inwieweit ist das ein Thema, das bei der AHS auch schon aufgegriffen wird oder einen Platz in der Ausbildung hat oder in der Weiterbildung? Sie haben eben gesagt, Sie denken, Sie wissen es. Ich weiß es nicht. Und wird das angestrebt, jetzt wo wir ein Projekt hier haben, da die ja auch eine Forschungsabteilung haben und, ist da was geplant? Wenn man es ausdehnen will, wäre das ja vielleicht sinnvoll. Nicht vielleicht, sicher. Ja, um direkt darauf zu antworten, also meines Wissens gibt es da bislang nichts, weder in der Ausbildung noch in der Weiterbildung. Mir ist zumindest jetzt so ad hoc nichts bekannt. Ich müsste vielleicht den Weiterbildungskatalog noch mal durchforsten, aber das wäre mir wahrscheinlich ins Auge gefallen, wenn es da schon etwas gäbe. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch so etwas geben sollte. Wir überlegen ja gerade sehr intensiv, die Lehrerausbildung auszudehnen. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die in die Lehrergrundausbildung hineingepackt werden sollen. Das wird aber dann nicht mehr innerhalb eines Studiums von 3 Jahren zu machen sein, sondern wir werden das Lehrerstudium dann verlängern müssen, was dann wieder andere Konsequenzen hat. Und da gehören für mich auch solche Themen hinein. Ich glaube, dass Lehrer in diesem Bereich gestärkt werden müssen, genauso wie sie auch in vielen anderen Kompetenzen gestärkt werden müssen. Wir hatten letzte Woche ja, glaube ich, hier im Ausschuss die Frage, welche Hilfsmittel, welche Methoden kann man Lehrern an die Hand geben, um mit kritischen Situationen umzugehen? Müssen Lehrer vielleicht nicht auch viel mehr unterstützt werden im Umgang mit beispielsweise schwierigen Situationen, schwierigen Elterngesprächen, um mal ein Beispiel zu nennen? Das gehört alles für mich in ein Paket, das dann zu definieren ist, auf das wir in Zukunft noch viel mehr Wert legen sollten. Denn die jungen Lehrerinnen und Lehrer, die gerade ihr Studium abschließen und dann in die Schulen kommen, berichten uns, dass sie sagen, sie fühlen sich vielleicht pädagogisch, didaktisch relativ stark, gut vorbereitet, aber all diese praktischen Aspekte finden eigentlich kaum Berücksichtigung in der Ausbildung. Also auch da werden wir weiter denken müssen. Das gilt dann sowohl für die Lehrerausbildung als auch für die Weiterbildung. Wenn wir jetzt in St. Veit die Erfahrung machen, eine ganze Reihe von Lehrern ja auch weiterzubilden, dann wird sicherlich auch nichts uns abhalten, auch das mit der AHS zu besprechen, dass man systematisch als Weiterbildungsthema diese Dinge verankert. Aber auch da, glaube ich, ist die beste Werbung, die überzeugendste Arbeit wird dadurch geleistet, dass man zeigt, dass es funktioniert und dass es einen Effekt hat. Dann findet man auch sehr schnell die Bereitschaft, dann auch solche Dinge zu verankern. Aber ich muss leider sagen, im Moment ist das nicht der Fall. Ganz kurz zur Information. Es hat gerade eine Weiterbildung, ist gerade zu Ende gegangen mit 13 Pädagoginnen aus der DG zum Thema Achtsamkeit in der Schule. Ein Programm, was wir von der IFMCO, Alexandra Laschet, meine Kollegin, ist auch da, angeboten hatten an die AHS, was aber von Seiten der AHS nicht angenommen werden konnte, aus verschiedenen Gründen. Uns wurde dann aber angeboten, zumindest im Weiterbildungskatalog das zu veröffentlichen, was stattgefunden hat. Und ja, an sich ist die Weiterbildung mit großer Zufriedenheit jetzt im Frühjahr abgeschlossen worden. Und es sind viele der Teilnehmerinnen, die an sich fragen, da weitermachen zu können, wenn die Finanzen zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank. Frau Breuer, dann haben Sie das Wort. Ja, ich werde kurz reagieren. Also ich habe mich sehr gefreut, als Frau Semay im vergangenen Jahr auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob wir sie in diesem Antrag auch unterstützen könnten, weil es ist ja ein Riesenpaket Arbeit, wenn man ein europäisches Projekt beantragt. Dann bin ich durch Herrn Parke auch auf die Katholische Universität Löwen aufmerksam gemacht worden und habe da mit einer Professorin gesprochen, die dieses Projekt in Flandern wissenschaftlich begleitet. Denn in flämischen Schulen wird das schon verstärkt auch angeboten. Unser Wunsch wäre dann gewesen, dass zum Beispiel die Universität Flandern das Projekt auch wissenschaftlich begleitet. Das ist dann aber nicht zustande gekommen, aufgrund auch der Sprache, denke ich, war das, ne?
Das wäre aber zum Beispiel, wenn jetzt irgendwann oder weitere Schulen einsteigen könnten, wäre es trotzdem die Möglichkeit, es gibt sicherlich auch andere Universitäten, die uns da begleiten könnten. Oder wie Frau Franzen hat eben von der Hochschule gesprochen, da möchte ich auch noch Folgendes hinzufügen. Frau Semay hatte damals auch gefragt, ob die Hochschule mit einsteigen könnte, nicht um jetzt das Training durchzuführen, aber um diese Synthesearbeit zu machen, also um die Leute dafür zu sensibilisieren. Aber das ist auch dann leider nicht zustande gekommen. Ne? Ja. Und wir sind aber, ich denke, ich bin schon auf dem Laufenden, auch was in St. Vith passiert. Wir telefonieren öfters miteinander, wir sehen uns auch regelmäßig, vielleicht nicht oft genug, aber jeder soll ja auch achtsam mit sich selbst sein. Ja, vielen Dank. Ja, ich kann Ihnen versichern, dass wir dieses Projekt, also das jetzt in St. Vith gestartet ist, vor 7, 8 Monaten, dann im September 2015, das ist richtig gerechnet habe, ja, dass wir das natürlich in den kommenden Jahren weiter verfolgen werden und dann auch regelmäßig mindestens einmal im Jahr dann darauf zurückkommen und schauen genau, was in St. Vith läuft und welche Schlussfolgerungen man aus diesem Pilotprojekt in St. Vith ziehen kann. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, Frau Semay, bitte. Eine ganz kleine Ergänzung noch. Der Funke ist schon übergesprungen. Also im Bereich Prävention, Burnout-Prävention, haben wir jetzt einen zweiten EU-Antrag eingereicht und glücklicherweise genehmigt bekommen für die Sekundarschule. Das heißt, auf 2 Jahre verteilt werden 22 Lehrer, das ist mehr als ein Drittel des Teams, jeweils eine Woche in Berlin verbringen und Achtsamkeitstraining für sich selbst machen. Also nicht, um es anwenden zu können in der Klasse, sondern wirklich für sich im Lehrerberuf präventiv. Darüber kann ich noch nichts sagen. Es steht an, die erste Gruppe fährt im Juli. Sehr gut zu hören, dass das Pilotprojekt schon erste Früchte trägt. Ja. Frau Kaltwasser, möchten Sie noch kurz reagieren auf das, was gesagt wurde in der letzten Viertelstunde? Ja, bitte. Also ich denke, ich finde es einfach wunderbar, wie Achtsamkeit Kreise zieht. Und wenn ich denke, mit welchen Bedenken ich auch angefangen habe, das in die Schule zu bringen, weil man ja immer denkt, kann man das jetzt wirklich so machen, wenn die Leute das vielleicht falsch verstehen etc., dann freue ich mich einfach. Dazu gehört Mut, es gehört Mut und Engagement dazu und es gehören aber auch immer Menschen dazu, die das unterstützen. Und das habe ich immer gemerkt in der Arbeit, man muss immer schauen, dass jemand wirklich von der eigenen Persönlichkeit her sagt, ja, das ist wunderbar, ich habe es am eigenen Leib erfahren. Und dann sozusagen kommt aber auch die theoretische Unterfütterung. Deshalb denke ich auch, wir müssen da wirklich die Erfahrungsebene haben. Wir müssen, jeder Lehrer merkt, wenn er diese Übung macht, dass sich was in der Schule verändert. Es entsteht mehr Freundlichkeit, es entstehen mehr Beziehungsmöglichkeiten. Das ist die eine Seite. Und wenn man dann sozusagen wirklich noch das Glück hat, das wissenschaftlich zu begleiten, dann hat man den Bogen gespannt. Und ich denke, deshalb ist es mir auch immer ganz wichtig, dass da Universitäten mit im Boot sind. Und das haben uns ein bisschen die Forscher in den USA vorgemacht. Also die haben von Anfang an gesagt, wir müssen diese Dinge untersuchen und begleiten. Und jetzt gibt es eben auch im deutschen Bereich sehr viele Forscher, die das auf den Weg bringen. Und ich fände es einfach eine wunderschöne Möglichkeit, wenn wir da auch europäisch uns vernetzen. Denn gerade der Präventionsgedanke, das habe ich jetzt in meinem Vortrag, weil ich es ja nicht so ausführen konnte, etwas vernachlässigt, der ist ganz groß. Denn wenn ich eben den einmal gemerkt habe als junger Mensch, das Bier, das hat mir jetzt geholfen in der Situation. Dann gehe ich das nächste Mal wieder hin und das nächste Mal wieder hin. Und wenn ich dann sozusagen begleitend einfach verstehe, hey, das ist jetzt ein Mechanismus, der in meinem Körper vielleicht zu einem Suchtmechanismus führen kann, dann fällt es auch viel leichter, Nein zu sagen. Und wenn das dann noch begleitet wird, dass man selber versteht, wie zum Beispiel, wie stark man auch dem Gruppendruck, den Peers ausgesetzt sind, ist, dass man selber dann merkt, hey, will ich das jetzt wirklich oder mache ich das nur, damit ich nicht ausgegrenzt werde. Auch ein ganz wichtiger Punkt, Achtsamkeit und Mobbing. Ein ganz großer Punkt zu verstehen, wie wichtig es ist, dass Schüler mit den Gefühlen der Ausgrenzung produktiv umgehen können. Denn ist es wirklich so? Oft ist es nur ein Gefühl, dann verhalten sich die Schüler auf eine bestimmte Art und Weise und werden immer mehr zu Opfern. Und das ist ja eine systemische Geschichte. Also ich denke, das ist ja ein Riesenbereich, den wir abdecken. Und der Gesundheitsaspekt ist
sehr wichtig, dass wir das betonen. Und wir müssen auch, denke ich, ganz klar schauen, dass wir jetzt ja nicht hier was völlig Neues erfunden haben oder erfinden, sondern es gibt Anschlussfähigkeiten, also zum Beispiel zu Menschen mit gewaltsamer, gewaltfreier Kommunikation von Marshall Rosenberg. Es gibt Streitschlichtung, Mediation etc. Es gibt schon ganz viele Präventionsprojekte, dass man auch da, das finde ich ganz wichtig, dass man schaut, wo sind die Schnittstellen, wo kann man die Menschen ins Boot holen. Oft ist es auch nur eine unterschiedliche Diktion, bis man merkt, hey, wir wollen doch alle dasselbe. Wir wollen doch alle Menschen, die sich selbst bilden können, wie ich angefangen habe mit meinem ersten Zitat, und die, wenn man Freud mal zitiert, Herr oder dann sagen wir heute auch Frau im eigenen Haus werden können. Und das wäre dann mein Schlusswort. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich werde gar nicht versuchen, das zu toppen. Das wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Ich möchte mich bei allen hier anwesenden Zuschauern und Zuhörern, natürlich auch bei den Ausschussmitgliedern, bei allen Menschen vor dem Bildschirm für das rege Interesse bedanken, das für dieses Thema besteht. Aber der größte Dank gilt selbstverständlich Ihnen, Frau Kaltwasser, dass Sie den Weg zu uns nach St. Vith und dann auch heute nach Eupen gefunden haben. Für diesen sehr anregenden Vortrag, denke ich, und auch die Beiträge, die wir aus dem Publikum gehört haben, denke ich, belegen, dass es ein großes Interesse gibt. Ich wünsche dem Pilotprojekt in St. Vith viel Erfolg und hoffe, dass dann auch in Zukunft dieses Projekt noch weitere Kreise zieht und sich vielleicht viele Schulen in dieser Richtung auf den Weg machen. Nochmal Ihnen, Frau Kaltwasser, ein ganz, ganz großes Dankeschön. Gerne und danke, dass Sie mich eingeladen haben. Ja. Ja, dann schließe ich hiermit die heutige Sitzung. Möchte Sie aber dann doch bitten, vielleicht noch einige Augenblicke zu bleiben. Ich habe jetzt die Sitzung geschlossen, aber man hat uns eben angeboten, dass nur ein etwa 4-minütiger Film gezeigt werden kann, der dieses Projekt weiter verdeutlicht. Wir können den Film erst jetzt zeigen, nachdem die Sitzung geschlossen wurde, weil es hier Fragen des Copyrights gibt. Aber hier im geschlossenen Kreis können wir das dann noch zeigen. Ich bitte Sie also noch vielleicht 4, maximal 5 Minuten zu bleiben und unser Techniker wird dann jetzt diesen kleinen Filmbeitrag einspielen.